Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, wir spielen ein Jubiläums- und Geburtstags-Horror-Game, nämlich Slender the Arrival hat eine Geburtstagsedition bekommen, eine Jubiläums-Edition. 10 Jahre aber gibt es den Schlemmermann, nämlich das Game Slender the Arrival. Und tatsächlich aber verbinde ich mit dem Game so einiges. Zum einen finde ich den Slenderman super cool, zum anderen aber ist es eines meiner ersten Let's Plays gewesen auf dem Kanal hier. Und es ist jetzt mittlerweile 2 Jahre her. Im Dezember 2021 habe ich es veröffentlicht. Und jetzt aber kam eine Edition raus, die grafisch aufgeblasen wurde. Und auch, es gibt ein neues Kapitel. Und deswegen wollte ich es zum Anlass nehmen, noch einmal Slender zu spielen. Ja, vielen Dank, liebe Kultisten. 2 Jahre ist es her, seitdem ich dieses Game gespielt habe. Und es hat sich in den 2 Jahren so viel getan. Ob es Livestreams waren, ob es Shorts waren, ob es eine super Community war und ein Discord-Server, auf dem ich super viel Spaß habe. Ihr seid fantastisch. Und deswegen lade ich euch nochmal ein, mit mir Slender zu erleben. Ganz hinten verlinke ich natürlich dort, wo das neue Kapitel anfängt, wenn ihr nicht nochmal Slender mit mir durchspielen wollt. Ich habe aber nochmal so richtig Bock auf das Game. Deswegen würde ich sagen, starten wir in der neu polierten Fassung. Auftragen und polieren. Los geht's. Spiel starten. Großartig, da fährt schon das kleine Teff-Teff auf der leeren Straße. So oft lassen wir uns von unserer Hingabe, unserer Liebe, unserer Zuneigung leiten. Ein Band, das unverhandelbare Pfade entlang zieht. Sehr poetisch, hier im Hintergrund der Baum. Und sobald du alleine bist, wird er diesen verhexten Blick aufsetzen. Wie weit wird er dich bringen? Ja, das war's jetzt auch nicht so genau, jetzt wo du fragst. Ja, super geparkt. Hoffentlich hast du die Handbremse angezogen. Ansonsten sehe ich schon, wird das ein Versicherungsfall. Aber wir fahren einen... Ich habe keine Ahnung, was wir fahren. Keine Ahnung, was wir fahren. Ich kenne mich zum einen A mit Autos nicht so gut aus. Und B bin ich mir nicht sicher, ob es diese Marke überhaupt gibt. So, hier gibt es Land zu verkaufen. Das ist großartig. Und ich freue mich auch schon, den Schlemmermann wiederzusehen. Ich muss sagen, es sieht fantastisch aus, das Game. Nein, tatsächlich fand ich das Game schon immer ziemlich hübsch eigentlich. Von seiner Grafik her. Die neuen Grafikfunktionen, die werten das natürlich noch um einiges auf. Laufen wir los, der Schlemmermann kann nicht warten. Schlemmermann, der erwartet uns, wenn du noch einmal Schlemmermann sagst. Schlemmermann! Tut mir leid, der Slenderman ist noch immer der Schlemmermann für mich. Es sieht wirklich fantastisch aus. Es sieht echt um einiges besser aus. Und es sah schon damals gar nicht so schlecht aus. So, los geht's. Wir haben schließlich ein Haus zu kaufen. Gibt es hier... Okay, das kann ich ausschalten. Das ist auch schick. Diese Kameraperspektive kann ich ausschalten. Vielleicht mache ich das auch mal kurz. Weil so sieht das Ganze irgendwie noch cooler aus. So, da ist eine Mauer. Der folgt mir. Das ist nicht die Berliner Mauer. Die chinesische ist es auch nicht. Aber wo eine Mauer ist, ist auch ein Haus. Nein, in diesem Fall haben wir nur eine Mauer gebaut im Wald. Ich kann mich super wenig erinnern, was hier passiert ist. Hier sind Reifenspuren im Dreck. Wie cool ist das denn gemacht? Nein, wie cool ist das denn gemacht? Hallo, hallo, parken Sie hier. Sind Sie aber weitergekommen als ich. Können Sie die Tür aufmachen? Nein? Nein? Ja genau, stell dich vor diesen LKW, der sieht auch super sicher aus, wenn er dich gleich platt macht wie Pfannkuchen. Super. Okay, rennen wir weiter. Was ich an Slender damals schon sehr geil fand, es hat so viele verschiedene Locations, dass es echt Bombe ist. Also schaut euch mal das hier draußen an. Dann gibt es auch noch Innen-Locations, dann gibt es wieder Draußen-Locations. Das Game ist ein richtig gutes Horror-Game. Also wie gesagt, diese Slender-Games, man kennt es hier von Slender, die 8 Pages. Was super, super einfach ist. Man rennt im Wald rum und sucht einfach 8 Pages. Aber dieses Game hier, das ist vollkommen fantastisch. Und jetzt ist plötzlich Nacht. Ich kenne es auch, ihr geht gerade den Weg entlang und von einer auf einen anderen Moment ist Nacht. Das ist super blöd. Was ist da? Irgendwas ist da. Halt, bevor ich da reingehe, ich muss mir dieses Foto anschauen. Was ist das? Das ist der dicke Bur. Ich sollte wachsam bleiben. Dicker Bur, nein! Gottes Willen, der arme pfannkuchensichtige Mann, aber... Verschwunden, haben Sie dieses Kind gesehen? Charlie Matheson Jr., krasser Name. Wenn Sie dieses Kind gesehen haben sollten, bitte rufen Sie... Ja, mach ich. Er sollte ihn zufällig finden, rufe ich. Wir gehen jetzt hier rein, es ist zum Verkaufen, ich will das zufällig kaufen.
Und ich will schaukeln und im Hintergarten gibt es eine Rutsche, das weiß ich noch. Was? Ach, schaut euch mal den Scheiß an! Ich kann mich noch erinnern, dass wir hier mit Kate auf dieser Schaukel gespielt haben, als wir Kinder waren. Das ist die erste Schaukel, die funktioniert. Wie krass. Im Original tut sie das, glaube ich, nicht. Nein, wirklich, im Original tut sie das nicht. Jawoll, ja, funktionierende Schaukeln. Dann funktioniert die Rutsche auch. Die wird großartig, wenn eine Rutschspaß haben, der noch in Legenden erzählt wird. So. Macht euch bereit, liebe Kultisten, wir rutschen. Ich will, dass ihr die Hände hochreißt und hohl schreit wie ich. Ich kann nur eine Hand hoch, weil ich muss vorwärts gehen. Das hat Spaß gemacht, ich sollte zu Kate gehen. Es ist leider noch immer so lahm wie damals. Nein, es ist leider wirklich noch immer so lahm wie damals. Da kann man jetzt nichts machen. Leider hat der Spaß hier ein Ende. Nein, wirklich. Das war gar nicht mal so aufregend. Eure Schaukel ist Hammer, aber eure Rutsche ist scheiße. Okay, also die Rutsche leider nur eins von 10. Mehr gibt's für die Rutsche nicht. Liebe Güte, habe ich irgendwie eine Taschenlampe? Ich bräuchte echt eine Taschenlampe. So, also ich könnte gut eine Taschenlampe brauchen. Ah ja, ja, ich sehe, ich kann mit Objekten interagieren. Das ist vollkommen neu für mich. Das ist absolut neu, das hat mir noch nie in ein Horrorspiel. Öffne dich die Türe. Mein Gott, hier hat sich jemand rückwärts umgehauen. Das tut mir furchtbar leid. Und die lustige Tic-Tac-Uhr ist auch da. Ich möchte, dass du aufgehst. Wir müssen nämlich bögeln. Was ist das denn? Was für eine Sprache sprichst du? Okay, das reicht. So, lesen. Vielen Dank für den Anruf gestern Nacht. Es mag blöd klingen, aber es war gut, wieder deine Stimme zu hören. Schön zu hören, dass es auch Lauren sehr gut geht. Aber, nun ja, worüber wir gesprochen haben, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Personen eine identische Halluzination haben? Kann das wirklich Zufall sein? Ich muss heute zu meinem Arzt für einige Routineuntersuchungen. Dort werde ich versuchen, beiläufig das Thema anzuschneiden, um zu sehen, was er davon hält. Ich lass dich wissen, wie es lief. Na gut, lass mich einfach wissen, wie es lief. Bügel hier währenddessen meinen Pipi-Mann, damit er flach ist und ich ihn unter der Tür durchschieben. Nein, hör auf. Hör auf, wir bügeln hier nicht unsere Penisse. Hier wird kein Penis gebügelt, ich sag's euch. Hey, schade, der Spiegel funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht funktioniert die Toilette. Auch nicht. Was für eine Enttäuschung. Wofür gab es übrigens dieses Update, wenn nicht mal die Toiletten funktionieren? Nein, das Update ist großartig bisher. Das ist wieder eine Karte, eine lustige Großkarte. Was haben wir hier? Der Ehren des Lebens von Beth Hayes. Okay, sie ist leider verstorben. Das tut mir leid. Arme Beth. Arme Beth. So, rufen wir jemand an. Hallo, hallo? Hallo? Keine neuen Nachrichten. Eine alte Nachricht. Hey Kate, ich bin's wieder. CR. Ich hoffe, alles ist okay. Ich weiß, es war viel zu verarbeiten und zu verdauen. Wenn Lauren ankommt und dir hilft, dein Haus zu verkaufen, wird alles gut. Das wird dir wenigstens ein paar Sorgen nehmen. Ruf mich an, wenn wir Zeit haben, dann reden wir. Pass auf dich auf. Drücken Sie 1, um zu löschen. 1. Nein, hör auf, fremde Nachrichten zu löschen. Ich höre echt auf, fremde Nachrichten zu löschen. Die Telefonleitung scheint tot zu sein. Oh nein, das tut mir furchtbar leid. Die Telefonleitung ist verstorben. So. Ich sehe schon. Taschenlampe, Feuerzeug, Batterien, Kerosin, extra Kassetten, schließe das Haus ab. Hier ist irgendjemand. Sehr manisch, dass etwas Furchtbares passieren könnte. Das kann jederzeit. Diese Tür geht in beide Richtungen. Hören Sie auf, mich zu verwirren, Mr. Tür. So, Taschenlampe. Sehr gut. Ausgezeichnet ist es. Wirklich. Habe ich hier eine Batterie? Weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch grundsätzlich egal. Wir wollen interagieren. Kann ich Klavier spielen? Hallo, ich möchte vielleicht Klavier spielen. Hallo? Das ist wunderschön. Das Wunderschön ist zwar nicht für Elise, aber der Fox, der mag's. Der Fox, der mag's, der ist ein richtiger Fan davon. So, hör auf. Hören Sie mal, Kate, dring hier in ihr Haus ein. Hast du mir wenigstens eine Dankkarte geschickt? Danke. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du den Weg auf dich genommen hast, um mir zu helfen. Es war ziemlich schwierig für mich, diesen alten Ort zu verkaufen. Und ich wünschte, ich hätte mich schon früher an dich gewendet. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich sein werde, wenn das hier alles vorbei ist. In ewiger Liebe, Kate. Oh, Kate. Du und deine Brüste. Ich bin immer für dich und deine Brüste da. Außer, wenn ich hier frisches Obst sehe, nehme ich eine Lustpapaya, die ich mit meiner Zunge umgarnen werde. Nein, hör auf. Lass die Lustpapaya in Ruhe. So, noch ein Telefon.
Telefonleitung scheint auch immer tot zu sein. Der Fernseher ist leider auch nach hinten gekippt, der war psoffen. Aber hier ist echt Unordnung. Ich muss sagen, ich kann mich kaum an dieses Game erinnern. An ein paar einzelne Jumpscares erinnere ich mich noch. Das heißt, wenn die kommen, wird es mich vielleicht nicht aus den Socken hauen, aber mal sehen. Hier ist Nummer 1. Ach du liebe Güte, ja, es ist ein bisschen was zum Lesen, ha? Ich lese es schnell vor. Hey Kate, ist eine Weile her, dass wir geredet haben, nicht wahr? Ich hoffe, du hast mich nicht vergessen. Ich weiß, es ist ein wenig altbacken, einen Brief zu schreiben, aber hin und wieder genieße ich es, mich hinzusetzen, etwas zu schreiben, weißt du? Zwar kann ich mich nicht daran erinnern, was ich zu diesem Zeitpunkt tat, aber all die Dinge, die wir damals als Kinder anstellten, fielen mir vor ein paar Tagen plötzlich wieder ein. Weißt du noch, als ich nachts herüberschlich, damit wir gemeinsam rausgehen und ich dich schwängern konnte, wir ein Abenteuer erleben konnten? Wir haben es Geisterjagd genannt. Ja, Geisterjagd. Wir haben mit den Taschenlampen die Bäume ausgeleuchtet und haben uns bei jedem kleinen, unbedeutenden Geräusch erschreckt. Wie lange ist das nochmals her? Es ist bestimmt ein paar Jahre her, oder? Sie war immer ein bisschen gemein zu mir. Vielleicht wusste sie, dass wir uns immer davon schlichen. Wir werden das wohl nie... Okay, das ist der durchgestrichene Part. Entschuldige, ne, ignoriere all das. Ich schweife zu sehr ab. Naja, lass bald mal von dir hören. Ich weiß, dass die Dinge für dich zurzeit alles andere als normal sind. Also wollte ich mich nach dir erkundigen. CR. Sind wir eigentlich CR? Mir ist hier R. Komm an meine männliche Brust, ich bin CR. Sag Tür auf, lassen wir. Nein, wir lassen die Tür nicht auf. Mach sie zu. Dankeschön. Krass, diese Motten da. Mein Gott, das ist so lange her, dass ich dieses Game gezockt habe. Und es ist so lange her, dass ich meinen Kanal gestartet habe. Das ist Nostalgie pur. Ich bin happy, wenn ihr mit wieder nochmal mit dabei seid. Ohne Scheiß. Was wir alles erlebt haben. Hallo, Chuck. Mein Gott, Chuck. Bist doch ganz schön gewachsen, hast deine ganz schön wilde Frisur. Ja, ich war im Urlaub in Hawaii. Aha, deswegen, Chuck. Du bist jetzt Chuck, die Hawaii-Palme. Na gut, überhaupt kein Problem. Kann ich, Gottes Willen, ich hab mich vor Chuck-Lini hier erschreckt. Das ist ja schrecklich. Mach's mir mal nicht so viel Angst, ne? Sonst mach ich mir ins Höschen. Höschen. So. Okay, wir sind einmal rum. Ich würde sagen, wir gehen da rum. Ab nach oben, was ist das für ein schönes Bild? Das ist das Kind, streichelt traurig seine Blumen. Ja, ich liebe Kinder, die traurig Blumen streicheln, das ist ganz fantastisch. Hallo Kate, wo bist du? Was ist das, ein Schlüssel? Was ist der Schlüssel? Der für den geheimen Keller? Und warum bin ich eigentlich ziemlich klein dafür, dass ich ein Mensch bin? Nein, das fällt mir jetzt gerade auf. Ich bin wirklich nicht sehr groß. Das macht nichts. Wir kommen zufälligerweise aus einem Land, in dem alle Menschen sehr klein sind. Deswegen passen sie besser in Schränke, wo sie schnaufeln können. So, schauen wir mal aufs Klo. Kate, ich hoffe, es ist okay, wenn ich einen Bart nehme und meinen Pipi-Mann eincreme. Das ist großartig. Hallo? Ich möchte vielleicht ein... ich möchte doch kein Bart nehmen. Ich habe mich gerade anders entschlossen. Kate, der totaler Sauhaufen, in dem du lebst, das ist furchtbar. Kannst nicht mal deinen Bart protzen, was stimmt denn mit dir nicht? Du Kate, du. So. Ja, was ist hier los? Ah ja, wir sind schon dabei umzuziehen. Oh, sowas liebe ich in Horrorgames. Das liebe ich, komm, zieh's runter. Nein, das geht nicht. Geht nicht. Aber wie cool, schau ich mal das Licht an, je näher man rangeht, umso kleiner wird der Lichtschein. So wie es echt ist. Echt cool gemacht. Echt cool gemacht, das Remake. Auf der Grafik her turnt's mich gerade total. Es sieht nicht aus wie das krasseste. Das krasseste Game, das ich je gespielt habe. Aber es sieht echt cool aus. Schau ich mal auch die draußen. Den Lichtschein an. Richtig geil gemacht. Richtig top. Das ist richtig cool und nicht zu vergessen, das Ding gibt's umsonst. Also wer von euch Slender The Arrival hat, kann einfach jederzeit dieses Update hier spielen. Hallo? Da draußen vielleicht der Schlemmermann? Nicht? Ist aber sehr schade. Aber sehr schade. Was ist das? Wo ein Mech! Hallo, mach mal das Licht an, ich muss den Mech sehen. Der schießt hier hier auf das kleine Kuschelhäschen. Sidewinder. Nein, das wird er nie machen. Das ist furchtbar grausam, auf kleine Hasen Sidewinder-Raketen zu schießen. Nein, der Schlemmermann ist schon da. Der Schlemmermann ist schon da. Hallo. Ja, wunderschön. Hast du gerne ein bisschen gekritzelt? Sicher, hör auf damit. Das ist ein bisschen unheimlich. Wo steht denn eigentlich meine Beschreibung, was ich machen muss? Derzeit das Ziel, Suche nach Kate. Gut, krieg ich hin. Kate, bist du da? Kate,
Kate, hast du deinen Lieblingsbleistift wieder überall an den Wänden ausprobiert? Das ist vollkommen großartig, Kate. Das ist vollkommen großartig. Was war das? Hallo, ich möchte das vielleicht sehen. Untersuche den Schrei jenseits des Tores. Hallo? Ist aber super blöd jetzt. Ich wollte eigentlich schon sehen, was hier ist. Und hier sehen wir Mr. Schlemmermann. Darf ich euch vorstellen? Schlemmermann, Kultisten, Kultisten, Schlemmermann. Aber hier ist noch irgendwas. Was Geheimes. Ich sehe ganz genau, dass das leuchtet. Ja, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ja, das war super clever. Hallo? Ich möchte das hier nehmen. Aha, ein geheimer Brief. Kate, ich möchte dich wiedersehen. Ich kann nicht darauf hin, an dich zu denken, Kate. An uns, wie wir im Mondschein zusammen Bohneneintopf gegessen haben, bis unser Darm zum Platzen voll war. Das Grummeln deines Bauches, das Pochen meines Herzens, als du flatuliert hast. Tut mir leid, was mit uns im Park geschehen ist. Also doch, vielleicht hätte ich dir das nicht sagen sollen. Ich weiß, dass du nicht genauso fühlst, aber ich will dich nicht ziehen lassen. Ich will einen ziehen lassen. Ich hoffe, du wirst eines Tages deine Meinung ändern. Ich werde hier auf dich warten. Bitte denk noch ein wenig darüber nach. Es gibt so viele Dinge, die ich dir zeigen will. Zum Beispiel meinen Pipi-Mann. Und so vieles, das ich mit dir teilen möchte. Zum Beispiel meinen Pipi-Mann. Ich möchte dich beschützen. Hoffentlich können wir wenigstens Freunde sein. Mit hoffnungsvollen Grüßen, Karl Ross. Das ist die A, Karl Ross. Der Rossmann. Mei, das ist großartig. Okay, ich muss den Schrei untersuchen. Untersuchen wir mal den Schrei. Ach du liebe Güte, jetzt sehe ich erst, dass Kate vielleicht ein bisschen einen an der Waffel hatte, weil sie überall den Schlemmermann und den Wald hingemalt hat. Ja, kann man jetzt nichts machen. Okay. Also, das Geräusch jenseits des Ohres. Auf der Hinterseite, jenseits des Tors, okay. Kein Problem. Jenseits des Tores gehen wir hin zum Schlemmermann. Lalalalala. Ja, lieber Schlemmermann, wo bist du denn? Lalalalala. Schön grüß. Okay, hör auf zu singen. Keiner will deinen blöden Gesang hören. Wollten sie schon damals nicht hören, die Kultisten, so möchten sie heute auch nicht hören. Warum? Weil du singst wie ein trauriger Hannes. Echt. Okay, es gibt echt viele Wege hier. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es hingeht. Ich gehe einfach mal ganz cool hier rüber. So, ein Generator. Muss ich da irgendwas machen mit? Ja, tatsächlich. Kann den anschalten. Cool. Der Generator ist an. Hallo, lieber Slenderman. Bist du schon da, lieber Slenderman? Es ist ganz schön hell beleuchtet. Okay, was ist das überhaupt? Okay, lesen wir es mal. Oakside House, in tödliche Flammen gehüllt, Verdacht auf Brandstiftung. Die Feuerwehr von Oakside vermutet Brandstiftung hinter dem Feuer in ein Haus im Südosten der Stadt, das ein Todesopfer forderte. Das Feuer brach um so und so viel Uhr aus in dem Haus östlich des Oakside Lakes. Nachbarn kannten den Mann, der dort lebte und als einziger den Flammen zum Opfer fiel und beschrieben ihn als reizbar und ruppig. Sind mir die Liebsten. Er verlor vor vielen Jahren seinen Sohn. Seitdem war er nicht mehr derselbe. Er behauptete immer, dass er seinen Sohn vor dem Fenster stehen sehe. Und dieser starre durchs Fenster hinein. Ganz normal. Erzählte Nachbar Kim Rowlick, die den Mann seit 20 Jahren kannte. Die Behörden stellten fest, dass Charles Matheson, okay, das ist auch ein Matheson, 47, an einer Rauchvergiftung starb. Seine Leiche wurde im Keller gefunden, kurz nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte. Da lernen wir mal wieder, Rauchen kann absolut tödlich sein. Genauso wie Zement lecken. Nein, hör auf. Du sollst nicht erst sagen, was gefährlich ist und dann sofort machen, GHG. Das ist super blöd. Super blöd. Was auch super blöd ist, ich weiß nicht, wo es hingeht. Hier ist alles schön beleuchtet. Jetzt gehen wir wieder den Weg hoch. Er hat es ja super gelohnt, hier überhaupt runter zu gehen, wenn ich den Weg dann wieder hochgehe. So. Noch immer in Kapitel 1. Ich glaube, die Kapitel waren teilweise richtig, richtig lang. Okay. Auf und nieder, immer wieder. Aha, da hinten sehe ich irgendwas in der Ferne leuchten. Irgendwas an einem Baum leuchtet dort. Auch hier können wir die Lichter anmachen. Was machen wir? Hat das Bild gezuckelt? War das schon der Schlemmermann? Bin mir nicht sicher. Komm, schmeiß mal den Generator an. Zack. Licht. Schön, da geht überall das Licht an. Okay, das ist richtig cool gemacht. Mein Gott, wie oft vermisse ich das in Horror-Games, dass du wirklich mal Außenbereiche hast, die du nutzen kannst. Ich meine, was ist denn unheimlicher? Immer wieder das gleiche...
Okay. Ist er weg? Ihr habt es aber auch gesehen, oder? Ich kann übrigens Powerleucht machen. Bam! Bam! Fokus! Bam! Nein, so hart leuchtet die Taschenlampe nicht. Okay, okay, das haben wir schon. Charlie Masterson ist noch immer vermisst. Können wir jetzt auch nichts machen. Ich finde es immer wieder cool, wenn so Außenbereiche gemacht werden. Weil sind wir mal ehrlich, ein Wald ist einfach unheimlicher als immer wieder das gleiche Horrorhaus. Und das ist richtig cool, was die Leute hier gemacht haben. Das haben die richtig gut gemacht. Und das Game war auch damals schon richtig gut. Oder ich fand es damals schon richtig gut. Und jetzt mit der aufgewerteten Grafik finde ich es noch geiler. Erinnert mich ein bisschen an Blair Witch am Anfang. Was halt noch so vollkommen unbekannt ist, was hier dann passiert, ehe der Schlemmermann auftaucht und uns beobachtet. Hallo, ich höre schon wieder was. Schlemmermann, bist du da? Ja, schmeiß mir erstmal den Generator an, bevor wir in das Haus gehen. Okay, ich sehe nicht irgendwo den Schlemmermann. Gewusst hätte, dass wir auf den Schlemmermann treffen, hätte ich pochierte Eier mitgenommen. Nein, wirklich? Er ist ein ziemlicher Gourmet, sonst würde er nicht Schlemmermann heißen. Hallo? Hast gerade den Einblende-Blende-Trick gemacht? Okay, das war anscheinend der liebe Charles Matheson mit seiner Familie, den wir hier ganz kurz gesehen haben. Ich weiß, es gibt hier einen Schrecken hier drin. Ist der noch immer da? Nee, gerade nicht. Es gab hier eine Gestalt, die hat mich unendlich erschreckt. Bin mal gespannt, ob sie auch den Content verändert haben. Da war wieder ein Bild. Da war wieder ganz kurz ein Bild eingeblendet. Ich höre, glaube ich, ein Wimmern. Das ist richtig cool gemacht. Hallo? Charles Matheson, bist du es? Bist du noch immer in diesem Haus? Sobald man in dieses Haus geht, wird es auch unheimlicher. Steht nur Charlie. Charlie, der Schlemmermann kommt in ein rotes Haus. Was hast du jetzt davon? Das ist ein schönes Bild einer Scheune. Das ist ja das schönste Bild einer Scheune, das ich je gesehen habe. Ja, großartig. Nein, so eine schöne Scheune haben wir. Also hier ist irgendwas nicht normal. Ihr hört das auch, ne? Was wimmert und spricht hier mit mir? Hallo? Mir ist ein bisschen unwohl in diesem alten Gruselhaus. Hey, kann ich hier durchgehen? Ja, ich kann hier auch hier durchgehen. Hätte ich auch gleich am Anfang machen können. Hallo, Sir? Ist hier jemand in diesem verfluchten Haus? Nein? Würde ich jetzt wieder super gerne rausgehen. Hier geht's weiter. Da ist noch was auf dem Boden. Zettel oder so. Ach du liebe Güte, schaut euch mal den Shit an. Hallo? Bist du ein Liebesgeisterkind? Sei bitte, bitte ein Liebesgeisterkind. Da war wieder eine Bildereinblendung. Du hast eine super heiße Windel. Und ich finde dein Po ziemlich erotisch. Würdest du mich bitte nicht erschrecken? Er hat mich so erschreckt, dass ich sogar weggeflogen bin. Sehr großartig. Er hat eine sehr heiße Windel an. Was ist das? Komm, lies es. Okay, da steht was drauf. Was stimmt mit diesem Ort nicht? Warum ist uns das passiert? Nirgends Antworten, egal wo ich hinschaue. Habe ich den Verstand verloren? Diese Dinge, die ich in der Nacht sehe. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Seit Charlie verschwand und Diane gegangen ist, bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ich höre nicht auf zu schauen. Ich höre ihn manchmal. Ein niedliches, kleines Lachen. Aber er ist seit 9 Jahren fort. Warum muss jeder Tag so sehr schmerzen? Charles. Ja, manchmal sehe ich ihn auch. Nämlich einfach, wenn er hier steht. Nicht versucht zu Tode zu erschrecken. Aber ich war darauf vorbereitet. Hallo? Hallo? Ich weiß nicht. Ich glaube, das hier ist nur ein Side-Location. Ich glaube, hier gibt es auch in dem Sinne gar nichts wirklich. Ich verschwinde jetzt von hier. Das Haus war unheimlich genug. Ohne Scheiß, das Haus war unheimlich genug. Wir gehen hier nach unten. Ja, irgendwo muss ja dieser blöde Schreier auch herkommen, nicht wahr? Hallo? Irgendwo muss hier der Schrei auch hergekommen sein.
Brauchst hier gerade ein neues Haus, Kate? Das ist großartig. Wir haben hier Gas, Flaschen, Zement, alles, was Spaß macht. Okay, da liegt was. Was ist das? Okay, lesen wir es mal. Der Ausbau des Wohngebietes in den Außenbezirken Oakside Park schreitet voran. Oakside steht kurz davor, einige neue Einwohner willkommen zu heißen. Alle Grundstücke würden verkauft und der Bau der Eigenheime wird planmäßig in den kommenden Frühling beginnen. 6 neue Eigenheime werden über die nächsten Jahre gebaut werden und weitere werden folgen. Die neuen Heimeigentümer. Seit dem tödlichen Brand vor 4 Jahren, bei dem ein Mann ums Leben kam, werden die ersten neuen Einwohner in der Gegend sein. Wir könnten glücklicher nicht sein, neues Leben in unserer Gemeinschaft zu begrüßen, sagte Robert Belvedere, der Vorsitzende der Oakside Village Community. Wir freuen uns darüber, die neuen Familien bla 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 zu begrüßen. Ja, schön, begrüßen wir die neuen Familien. Da ist er wieder, der Schlemmermann. Schlemmermann, bist du's? Ich sehe dich genau. Oh Gott, das will, wenn ich ihn anleuchte, verschwinde der. Der unheimliche Schlemmermann. Da oben geht's anscheinend weiter. Unten ist super hell, also ich sag mal, die Lichter funktionieren richtig gut. Der Bau geht zwar nicht voran, was ein bisschen blöd ist, aber ansonsten ist hier richtig Party on, Wayne. Okay, weiter geht's, lalalala. Laufen wir ein bisschen. Schauen wir mal, was es hier oben gibt. Gibt noch ein Haus oder ist das das gleiche Haus? Das ist ein anderes Haus. Bin mir super sicher, dass es zumindest ein anderes Haus ist. Hier geht irgendwie ein Weg hoch. Irgendwas. Hallo, hörst du bitte auf, mir Angst zu machen, Slammerman? Ne, ich finde schon Slammerman. Das hört sich irgendwie an wie ein blöder Wrestling-Namen, der Slammerman. Großartig. Vielleicht ist er hier ein krasser Wrestler. Vielleicht ist er Hulk Hogan. So. Der hässliche Bruder von Hulk Hogan. So, Oakside Park. Großartig. Richtig schön hier. Geh ich jetzt mal einkaufen hier. Oakside Park. Schön hier ist es. Großartig. Leider noch nicht fertig gebaut, ha? Huh? Und viel zu verkaufen gibt es hier auch nicht im Oakside Park. Und viel zu kaufen. Staff only. Okay. Kann ich hier rein? Hallihallo, wir haben die kleine Lampe gefunden. Das ist ganz großartig, aber es hilft uns nicht weiter. Ich war eine kleine Pixel-Lampe. Mir gerne ein bisschen zu nicken. Da leuchtet was. Finde mich. Laura. Laurea. Laurea, genau. So heißt sie auch. Laurea. Hey, muss ich das hier neu verkabeln? Nicht, oder? Nee. Mal tatsächlich. Ein Ding, wo ich nie mit Kabeln spielen muss. Das ist ja vollkommen fantastisch. Hey, Lorien. Was steht hier denn los? Er kam, um mich zu holen. Warum habe ich nicht gehört? Er hatte recht. Er sagte, dass dies passieren würde. Hilf mir. Ich brauche CR. Ich brauche ihn jetzt und Hart und seine Flatulenzen. Er weiß, wie man das beendet. Komm und finde mich. Lass sie nicht rein. Nein, lass sie nicht rein. Slender. The Arrival. Ja. Das war, glaube ich, schon Kapitel 1. Wir machen natürlich gleich weiter. Wir machen hier einen Longplay gerade. Deswegen habe ich mir was zu trinken geholt. Ich hoffe, ihr habt auch was Schönes zu trinken. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr gerade trinkt. Bei mir ist es köstlicher. Köstlicher Kaktusfeigen-Eistee. Sehr lecker. Sehr lecker und sehr potent. Sehr potent. Das treibt sie wirklich. Das heißt, wir werden genug Pausen haben, wo ich Pipi machen muss. Oh, ich weiß, es kommt, glaube ich, bald eine Passage, wo wir vom Slenderman abhauen müssen. Oakside Park hat 3 Kanus. Das ist ja vollkommen großartig. Komm, lass mal stecken. Okay, okay. Ja, das interessiert mich super, dass der Oakside Park 3 Kanus hat. Aber ich habe es mitgenommen, um mich immer schön dran zu erinnern. Das ist absolut großartig. Hier gibt es die Regeln. Rettungswesten müssen getragen werden. Bitte nicht schwimmen, sonst tot. Bitte Kanufahrer nicht wegflatulieren von der Wasseroberfläche. Und Interaktion mit jeglichen Fischen ist verboten. Außer ihr Bums hält sie weg. Nein, steht da nicht. Okay, okay. Ich glaube, wir müssen nicht diese ewigen Broschüren lesen. Es ist schön, dass es die gibt. Aber das macht die Stimmung richtig cool. Wir wollen jetzt nicht ewig Broschüren lesen. Oder lesen, dass man hier nicht schwimmen darf. Was passiert, wenn wir schwimmen? Okay, wir sind nicht wasserfest. Wir können dieses Wasser nicht betreten. Ansonsten werden meine kleinen Füßchen sofort nass werden. Und ich werde untröstlich sein und würde sofort krank werden.
Oh, das sieht so cool aus. Schau ich mal das an. Wie geil ist das denn? Der Turm da hinten. Super geil gemacht. Und hier habe ich den Ort gefunden, wo wir obsiegen werden. Im Dixie Klo. Okay, ich weiß, wir müssen hier Seiten finden, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Part, wo man Seiten finden muss. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Oder ich möchte vielleicht dieses Dixie Klo benutzen. Lass mich allein. Eine von 8 Seiten gefunden. Sehr gut, los geht's. Los geht's. Ich freue mich schon wie ein Blöder tatsächlich. Wieso? Wieso? Wo ist der Slenderman? Hallo, Schlemmermann? Bist du hier? Bist du hier? Wir dürfen nicht in den Schlemmermann laufen. Wir dürfen nicht sterben. Don't die on me. Hier ist eine Seite. Hier ist eine Seite. Kann ich wegrennen? Stand drauf. 2 von 8 Seiten gefunden. Nein! Nein, lieber Schlemmermann! Gott, da ist er. Verschwindet er auch wieder? Oder kürzt er ab? Ist er intelligent? Nein, 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 er kommt näher. Okay, ich schaue ihn nicht blöd an. Ich schaue ihn nicht blöd an. Ich mache jetzt nicht blöd den Schlemmermann an. Okay, das ist nämlich super blöd, glaube ich. Super blöd, wenn er uns erwischt. Oh Gott, das will der teleportet sich hier die ganze Zeit rum. Oh Gott, da vorne steht er. Nein, geh nicht auf ihn zu, das ist ganz blöd und schau ihn am besten auch gar nicht an. Wir gucken jetzt Slenderman einfach nicht mal an. Wir ignorieren ihn, zeigen ihn unsere kalte Schulter. Dankeschön. Sieht doch auffällig aus. Ist hier irgendwo eine Seite? Komm, muss ich ein bisschen beeilen, diese Seiten zu finden. Ist hier ein blöder Jägerunterstand, wo keine Seite ist? Ach komm, don't do this on me. Bin ich hier umsonst hochgerannt? Das kann doch fast gar nicht sein. Ja, andererseits kann es anscheinend schon sein, ne? Ne, keine Seite. Großartig, okay. Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Ich glaube, wenn wir grob den Wegen folgen, kommen wir immer an irgendwelche Situationen, wo es Seiten geben könnte. Mein Gott, zum Beispiel dieses wunderschöne Töft-Töft. Hier ist eine Seite, hier ist eine Seite. Okay. 3 Seiten gesammelt. Wo war er? Wo ist er? Weg hier. Weg hier. 3. 3 von 8. Ich weiß, es wird immer schwerer, glaube ich, je mehr Seiten man gesammelt hat. Den Slenderman zum Kommen. Wo ist er? Nein. Nein, 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 nein. Tu das mir nicht an. Tu das mir nicht an. Don't kill me, please. Ja, super. Scheiße. Ich bin dumm im Kreis gerannt. Okay, okay. Gehen wir wieder hier entlang. Aber da war der Slenderman gerade. Laufen wir mal weiter. Immer den Straßenlauf folgen, nicht vergessen. Okay, okay. Ich bin echt angespannt. Ich will mich nicht von den Hannes im Wald erwischen lassen. Wo war er? Irgendwo hier ganz nah bei mir anscheinend. Wo ist er? Das jagt mir eine ziemliche Angst ein. Ach, scheiße, hier teilt sich der Weg. Was mache ich jetzt? Gehe ich links oder rechts? Ich gehe links. Nein, ich gehe rechts. Ich habe mich gerade anders dazu entschieden. Wir gehen rechts. Rechts ist viel schöner. Rechts ist viel schöner, ist mir gerade eingefallen. Mein Gott, ist das cool gemacht. Schaut euch mal die Gegend an. Nein, mach die scheiß Tür auf. Bist du denn bescheuert? Du kannst mich nicht in eine Sackgasse schicken. Okay, warte, hier entlang. Wir gehen zum alten Wasserturm. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, der ist irgendwo hier. Wo ist er? Wo ist er? Komm, noch eine Seite. 4 von 8. Da sind noch so viele Seiten übrig. Irgendwo war er da. Da ist er! Da ist er! Der ist im Kornfeld. Mit Jürgen Drews. Das ist schrecklich. Die singen jetzt ein Bett im Kornfeld. Und ich kann mir die Ohren nicht zuhalten. Das ist grausam. Das ist grausam wie nichts. Okay. Da hier ist eine Seite. Zack. Seite eingetäschert. 5 von 8. Ach du liebe Güte, die Musik wird immer intensiver. Es ist sehr gut gemacht. Das ist super gut gemacht. Okay, ich gehe manchmal ein bisschen langsamer, bis es losgeht, mir Angst zu machen. Okay, ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Hier gibt es bestimmt Seiten hier drin. Ach du Scheiße. Scheiße, vielleicht gibt es hier mehr als eine Seite. Da hat mich den Schlemmermann ja eigentlich schutzlos ausgeliefert fast. Das ist total doof. Hallo? War er hier gerade? Hi. Hier ist eine Seite.
6 und 8. Oh Gott, gibt es hier mehr Seiten? Okay, okay. Zum Klo noch Seiten. Hallo? Ist der Schlemmermann vielleicht gerade auf der Toilette? Kann das sein? Nicht? Bitte erwisch mich nicht hier drin. Nein, wirklich, erwisch mich einfach nicht hier drin. Das wäre ganz blöd. Gibt's hier was? Nee, ist nur ein Lagerraum. Ist nur ein Lagerraum. Sollte ich sterben, muss ich mir merken, wo die Seiten sind. Okay. Hier sehe ich auch keine Seite. Nein, nein, er ist hier. Lauf, THD, lauf. Renn einmal ins Gebäude, um ihn zu verwirren. Renn einmal ins Gebäude, um ihn zu verwirren, der war der Schlemmermann. Er ist leider nicht der Intelligenteste. Warum? Weil er kein Gesicht hat. Leute ohne Gesicht, keine Intelligenz, weil an der Schule konnte er niemals Wortmeldung machen. War ein furchtbar schlechter Schüler, tut mir leid. Euch diese Illusion zu nehmen, dass der Slenderman ein guter Schüler war. Ja, wir gehen hier hoch, links, rechts, rechts. Rechts, wir gehen einfach mal rechts. Ich bin wieder am Toilettenhäuschen angekommen, das ist ganz blöd. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Nein, Slenderman! Nein, Slenderman von vorne, was soll das? Jetzt hier einfach mal rechts, mal schauen, ob er sich hier finden lässt. Aber ich glaube, ich renne hier einfach nur blöd im Kreis rum. Ich glaube, das war keine kluge Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Ja, sag ich doch, ich renne doch einfach nur blöd im Kreis rum. Hier den Weg nach unten. Bin ich damals den Weg nach oben oder unten gegangen? Ich habe langsam überhaupt keine Orientierung. Vielleicht nehme ich jetzt mal den Weg nach unten. Mich irritiert es noch immer, dass hier keine Seite ist. Nein! Er ist direkt hinter mir. Jetzt lauf schon, du Lama Hannes. Gottes Willen. Okay, okay, ich habe abgekürzt. Ich habe abgekürzt. Ich glaube, ich bin wieder halbwegs in Sicherheit. Aber ich brauche noch Seiten. Das ist mein Problem. Direkt hinter mir ist er! Sagt, wie es ist, ich fühle mich in diesem Kornfeld null sicher. Nein! Kannst du mal vergessen? Oh shit, ich bin wieder in dem Haus in den Wäldern angekommen. Hat sich hier irgendwo noch eine Seite versteckt? Nein. Was ist los? Oh Gott, er hat mich erwischt. Oh Gott, er hat mich erwischt. Was ist jetzt los? Ich kann wegrennen. Oder nicht? Was heißt es? Oh Gott, ich glaube, er hat mich erwischt. Ich glaube, er hat mich erwischt. Okay, okay. Nochmal das Ganze. Hä? Hätte er mich erwischen sollen? Das heißt, hier suche die Gegend ab. Okay. Es war mir nicht bewusst, dass das passieren kann. Hätte ich keine 8 Seiten finden müssen? Ich habe aber auch angestellt wie der letzte Depp am Schluss. Ich hab die Gegend abgesucht, ich habe zufälligerweise ein Haus gefunden. Kann ich da jetzt drin leben? Meine Herz allerliebsten Kunigunde. Oh, holde Kunigunde, ich steige auf zu dir. Hier ist eine 5.
Ich habe es meinem Arzt heute wieder erzählt, als ich bei ihm war. Er möchte wirklich, dass du bei Gelegenheit mal vorbeikommst, mit ihm ein bisschen redest. Ich denke, das ist eine gute Idee. Er meinte auch, dass die Konfrontation mit diesen traumatischen Ereignissen förderlich sein könnte. Keine Sorge, ich habe ihm nichts Genaues über das Geschehene erzählt. Ich glaube wirklich, wir sollten uns bald zurück im Park hinter Mamas Haus gehen. Dort draußen zu sein und zu sehen, dass dort nichts ist, wird uns sicherlich helfen, dieses blöde Problem, unter dem wir beide leiden, loszuwerden. Ah, jetzt leiden schon beide drunter. Ja, ich sehe schon. Ganz sicher aber, scheint das nicht nur das einzige Problem zu sein. Aber der CR, der könnte ja auch keine Nachrichten eigentlich schreiben. Naja, wenn er nicht auch hier bei uns, wenn wir CR wären, wer sind wir dann? Dann wäre einfach nur random Hannes. Okay, das hört sich ja super vertrauenserweckend an, diese Mine. Hallo? Hier ist was an der Wand. Nummer 6. Ich versuchte, zu dir zurückzufinden, aber ich stolperte, fiel den Hang hinab und meine Taschenlampe schlug auf den Felsen auf und ging kaputt. Es war pechschwarz. Ich hörte Geräusche überall um mich herum. Schreie. Es klang nach dir, als du meine Flatulenzen gerochen hast. Alles um mich herum stürzte ein. Ich konnte fühlen, wie ich zermalmt wurde. Alles ging so schnell. Ich ertrank im Wasser und konnte nichts sehen. Jede meiner Ängste fand auf einen Schlag zu mir zurück. Monster umringten mich. Flatulenzen und Bohneneintopf überall. Mir drehte sich der Magen um. Meine Augen schrumpften, bis ich verschwand und mein Herz blieb stehen. Ich weiß nicht, was danach geschah. Bin heute im hohen Gras aufgewacht und ging nach Hause. Ich schaute durch mein Fenster und sah dich, wie du auf dem Fernseher starrst. Ich schaffte es nicht, deine Aufmerksamkeit zu gewinnen, also ging ich. Ich kann nicht mehr schreiben. Ich kann nicht mehr klar denken, ich muss. Ja, was muss er denn? So, was ist das? Achtung, alle Mitarbeiter! Achtung, Achtung! Alarm, Alarm! Nach Ladenschluss am kommenden Sonntag werden Ihnen Ihre Gehaltschecks per Post an Ihre Heimadresse gesendet, die bei uns in den letzten Akten hinterlegt wurden. Bitte suchen Sie Jessica auf, sofern Sie in letzter Zeit Ihre Adresse geändert haben. Andernfalls werden Sie Ihre letzten Gehaltscheck nicht erhalten können. Wir möchten Ihnen für die Jahre Ihrer geschätzten Mitarbeit bei Kullmann Mining danken. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Ihr Management. Großartig. Sehr lieb, Mr. Management. Okay. Da drin geht's weiter, das weiß ich. Aber bevor wir hier reingehen, reißen wir erst noch das blöde Poster ab, weil keiner soll den blöden kleinen Charlie finden. So, das war's, Charlie Matheson, keiner wird dich finden. Und wir schauen nochmal ganz kurz zum Eingang, ob wir was verpasst haben. Sind gleich wieder da für die Minen. Erst noch die kleine Schrubberhütte im Wald. Das ist ganz wundervoll. Hallo, kleine Schrubberhütte. Was ist dein Geheimnis? Hast du ein Geheimnis? Nein, du bist nur eine kleine Schrubberhütte. Hör auf, diese Schrubberhütte zu beleidigen. Das sieht ziemlich unheimlich hier aus, muss ich gestehen. Das ist irgendein Schild? Das ist cool gemacht. 4 steht hier. 4 steht hier. Lesen. Yep, bei mir hat das auch nicht funktioniert. Es ist eine Sache, eine Halluzination zu ignorieren, die man erkennt. Es ist eine ganz andere Sache, all die Geräusche zu ignorieren, die ich in der Nacht vor meinem Fenster höre, wenn ich nicht sehen kann, was auch immer diese Geräusche verursacht. Ist dir schon etwas Ähnliches passiert? Manchmal klingt es wie ein Blähen. Nein, wie ein Flüstern. Dein Freund CR. Okay, ich sehe schon. Liebe CR, aber der hat die gleichen Probleme mit dem Schlemmerman wie die liebe Laura. Okay, wir gehen jetzt über die Schrubberhütte zurück. Tja, diese Minen sehen ja überhaupt nicht furchteinflößend aus. Besonders weil schon irgendwelche Geräusche aus den Tiefen der Minen kommen. Ich freue mich schon. Hört ihr den Scheiß? War das im Original auch schon so unheimlich? Es ist gut gemacht, dieses Spiel ist gut gemacht. Oh, der Slammerman. Er slammt super hart. Macht ein Slam-Dunk. Nein, au. Scheiße. Immer der Schlemmermann. Doch, lieber Schlemmermann. Hallo? Was flüstert mich hier an? Mich gerade auch nicht bewegen, weil ich nur Geflüster in meinen Ohren habe. Das ist intens. Das ist intens, auch wenn ich sagen muss, dass ich den Minen-Etappe nicht wirklich mag bei diesem Spiel. Gefällt mir gar nicht mal so gut. So.
Mir geht's gut, Kate. Die Wälder sind wunderschön. Bitte schau sie dir an. Ich werde dich finden, damit du sie auch sehen kannst. Sie sind so schön, Kate. Das hat der Slenderman geschrieben. Nein, ohne Scheiße, das hat der Slenderman geschrieben. Das ist nicht mehr CR. Ohne Schmarrn. Das war's für CR. Ist hier irgendwas Spannendes? In dieser wunderbaren kleinen Sackgasse? Nee. Nee. Nur Elektrik, aber hier ist was. Lesen. Lokaler Park verkauft Land an Kulmen Mining. Oakside Park hat sich mit der Mining Company über die Schilfrechte an einem der Berge im Park, die sich in staatlicher Hand befinden, geeinigt. Der Vorstandsvorsitzende James Walter verkündet seine Freude daran, dass das Abkommen zustande kam, gibt bekannt. Ich freue mich sehr über die neuen Chancen und Möglichkeiten, die dieser Ort für das Unternehmen und die Gemeinde bietet. Oakside Park begann mit Kulmen Mining zu verhandeln. Gut. Verhandeln. Wie viele ja, hier entlang anscheinend, sagen mir diese Pfeile wohl, Die sagen mir wohl hier entlang. Aber wie viele Subway-Sandwiches die Verhandlungen gingen, wir wissen es nicht. Ja, du willst so richtig, dass ich hier reingehe, oder? Hat der Slammerman den ganzen Nachmittag schon gemalt mit seiner kleinen Wachsmalkreide, hat er gesagt, hier, hoffentlich übersieht das nicht, komm zu mir. Großartig. Okay, ich mag die Minenpassage nicht. Okay, komm zum Turm. Okay, ich weiß, wie das funktioniert. Wir müssen Generatoren anwerfen, und zwar einen Haufen. Ein Arsch voll davon. Wenn ich alle Generatoren angeworfen habe, muss ich hier... Du musst hier raus. Und ich weiß, der Schlemmermann ist nicht das einzige Problem, das wir hier haben. Und hier gibt es echt einige Probleme. Zum Beispiel, dass unser Kaffeeautomat kaputt ist. Premium Coffee. Ich möchte den. Ich möchte zufälligerweise sofort ein Kaffee Latte haben. French Vanilla. Oh oui. Aber merde. Merde, der Automat ist kaputt. Oh merde. So, entschuldige mich offiziell für alle, die hier Französisch sprechen können. Meine Aussprache meines Französisches ist nicht sehr lange in der Schule. Nicht so lange, bevor ich es aufgegeben habe. Und mein Französisch ist eine Beleidigung für Frankreich und jeden, der mal ein Croissant angebissen hat. Ist wirklich so. Hat keiner gesagt, dass ich wunderschönes Französisch kann. So. Muss 8 Stück, glaube ich, anwerfen. Genauso wie 8 Seiten. Das ist anscheinend immer die Zahl 8. Ich weiß nicht, wieso. Aber hier gibt es irgendwo einen. Oben gibt es einen und unten gibt es auch einen. So. Hier ist keiner schon mal. Wahrscheinlich lüge ich jetzt einfach euch krass an, weil ich es total falsch in Erinnerung habe. Okay, hier geht es unten entlang. Hier gibt es auch keinen Generator. Sag mal, wo können sich denn diese Generatoren so krass gut verstecken? Hier. So, Generator 2 ist an. Großartig. Schauen wir mal nach oben. Nein, das ist nicht der Weg nach oben. Ich weiß, irgendwas bewegt sich hier. Hier gibt es den Slenderman und noch eine andere Gefahr. Dass die Sache nicht einfacher macht. Dritter Generator ist an. Hi. Scheiße. Was ist hier? Hört ihr das? Irgendwas ist hier mit uns. Zu uns entkommen. Nichts. Nichts. Sehr gut. Sehr gut. Nichts ist immer gut. So, hier könnte ich abkürzen nach unten, das bringt mir aber überhaupt nichts. Okay. Okay, hier sind wir auf der anderen Seite. Eigentlich wollte ich nicht auf die andere Seite. Ich kann Gegner mit der Taschenlampe blenden. Ja, da war was. Da war was. Ich erinnere mich jetzt. Das ist die Kratzalte, die hier drin ist. Die ist super kratzig. Die ist noch... schlechter gelaunt als Harms mit Dünnpfiff am Bauch. Meiner Pracht. Denn ohne Scheiß, wenn die Alte kommt, blend mal sie. So. Moment, ist sie nicht da? Okay, bevor wir jetzt das ohne Technik hier machen. Nein, das ist der Slenderman. Das ist der Slenderman. Den können wir nicht blenden. Gar nichts, den zu blenden.
Mann, wie scheiße kann man denn seine Generatoren verstecken? Nein, ohne Scheiß. Ja, hier ist auch keiner. Wie kann das sein? Warum finde ich keinen einzigen Generator? Auch kein Generator. Mein Gott, ich hasse diese Minen. Hasse diese Minen. Okay, okay, hier ist ein Generator. An mit dem Zeug. Zwei Stück muss ich noch finden. Das wird ja nicht unmöglich sein. Vielleicht begegnen wir der Alten auch gar nicht, was ein bisschen schade wäre. Ich will euch die eigentlich schon zeigen. Aber wir begegnen ihr. Lauter. Nein, Slenderman! Ich bin panisch in irgendeine Richtung gelaufen. Ich bin panisch in irgendeine Richtung gelaufen. Das hat halt null geholfen. Hallo, sag mal, geht's noch, du blöde Alte? Jetzt hör auf, mich zu kratzen. Das hat super funktioniert. Echt, das hat wieder mal super funktioniert. Ja, so war das. Wenn die Alte einen erwischt, dann kratzt sie einen. Nur zwei Generatoren anschmeißen. Ich weiß nicht, wo die sein könnten. Probieren wir es mal in der Richtung. Ich hör was. Ich glaube, der Slenderman ist hier. Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, versuche ich sie mal zu blenden. Scheiße, das ist der Slenderman. Holt er irgendwann wieder ab? Okay. Ein Generator noch. Ein Generator noch. Auf dem Klo gibt es erfahrungsgemäß keine Generatoren. Nur Klopapier. Ich höre die Alte irgendwie anrennen. Nein, 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 nein. Scheiße, hat aber nicht so gut funktioniert. Ja, jetzt vorbei, jetzt vorbei. Es hat ja super funktioniert mit dem blöden Blenden. Nein, ohne Scheiß, das hat sich ja voll gelohnt. Echt, wenn ich die jetzt nicht geblendet hätte. Da sind hinter mir. Jetzt hau ab! Geht's noch jetzt? Verpiss dich halt! Du bist echt die Art, dass man nicht runterspielen kann. Jetzt hau halt ab! Wenn der Strahl drauf hat, dann kann sie sich nicht bewegen. Scheiße. Geht mir gehörig auf den Senkel. So, du bleibst jetzt da hinten, liebe Dame. Okay, ich hau hier ab. Ich habe so das Gefühl, wir haben drüben recht viele gefunden. Kann sie auch von großer Entfernung dann locken. Das heißt, sie darf mich halt nur nicht in einer ganz blöden Situation erwischen. Das Gefühl irgendwo da unten. Okay, ich glaube, ich habe sie endlich abgehängt. Meine Hacke, das hat lange genug gedauert. Nein, 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 steht hier. Shit, ich höre sie schon wieder. Jetzt hau halt ab! Mein Gott! Was ist denn dein Scheißproblem? Das ist kein Generator. Hier ist ein Generator. So, wir haben es geschafft. Wir müssen noch in den Hauptraum zurück. Das wird ja wohl irgendwie gehen, diese Troller hier aufzuhalten. Die darf uns übrigens nicht dreimal kratzen, denn sonst dreimal kratzt das Game Over. So, Gott, lauf, 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 lauf. So, da drüben, da drüben, da drüben. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, Jungs. Jungs und Mädels, wir haben es geschafft. Dankeschön. Hau mir ab, ich hab's geschafft. Hau mir ab. Oh, Mann, diese kratzende Lisa.
die hier drin ist. Echt ohne Scheiß. Nur weil sie bei der Maniküre nicht drankam, muss sie mir jetzt mein Gesicht zerkratzen. Mein wunderschönes Horrorgesicht. Auch ist gut, dass es nicht so hoch ist hier. Ne? Hey, raus hier. Raus hier, das war schlimm genug. Puh. Da komme ich ganz schön schwitzen. So, ich glaube, wir sind im neuen Kapitel. Okay. Puh, ich glaube, wir haben es aus den Minen rausgeschafft. Ich bin super froh. Die Minen, die sind echt nicht mein Favorite gewesen damals. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Da sehe ich endlich wieder Tageslicht. Boah. Tief durchatmen, liebe Leute. Es ist endlich wieder Tageslicht angebrochen. Was haben wir hier oben? Zaun mit den Löchern. Zerlöcherzaun. Aber eine Nachricht gibt es auch noch. Lesen. Kate, ich hinterlasse diese Nachricht für den Fall, dass du heute Nacht wach wirst. Ich nehme an, du wirst dich an nichts erinnern. Ich kam vorbei, um nach dir zu sehen und habe dich im Park hinter dem Haus gefunden. Du hattest eine kaputte Videokamera bei dir und eine Tasche voller seltsamer Zeichnungen. Ich weiß nicht, was dort draußen geschehen ist, aber jetzt bist du in Sicherheit. Die Ärzte hier werden dir helfen. Okay. Schön, dass sie das werden. Die Stimmung ist richtig cool vom Game. Die ist richtig cool gemacht. Die Etappen sind cool gemacht. Das ist nicht immer das Gleiche. Also nicht immer finde 8 Seiten und dann ist irgendwie vorbei und so weiter. Sondern es erzählt eine echt coole, kohärente Story, die es auch wert ist, nachzuverfolgen oder zu lesen. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas zu lesen finde. Und ich finde auch den Slenderman als Kryptid, wenn man ihn denn so nennen will, oder als Monster sehr cool gemacht. Ich fand den schon immer unheimlich. Ich finde auch den Siren Head unheimlich. Aber ich glaube, ich mag den den Slenderman lieber. Ihr könnt mir ja mal mitteilen, was so euer Favorite ist. Ist es eher der Slenderman oder ist es der Siren Head oder ist es der Rake oder was alles fandet ihr hier cool? Charlie. Kleine Teddybär. Flüstert zu mir, der Teddybär. Hallo? Warum flüsterst du mir ins Ohr, lieber Teddy? Okay. Mein Gott, das ist Charlies Teddybär. Sandburgenborn. Jawohl. Jetzt bumsen wir mit unserem Gesicht rein. Also in 5 Minuten gibt's Mittagessen. Es geht jetzt nicht. Ich renn gerade mit dem Kopf in der Sandburg. Nein, hör auf. Auf die Sandburg zu zerstören. Okay, ich habe keine Taschenlampe diesmal. Ich bin der kleine Charlie. Ich will mit meinem Bär spielen. Mit dem Ballspiel. Bin kaum nervig. Nein, wirklich. Irgendwas. Irgendein komisches Geräusch ist hier. Hallo, ich bin der kleine Charlie. Über diese vermissten Bilder von mir. Nein, hör auf, den kleinen Charlie so nervig darzustellen. Vielleicht ist es total das nette Kind. Auch wenn er super krasse Pausbacken hat. Boah, guck mal. Draußen ist ein Boot. Mei, wie ich das Boot mag. Ja, was macht der kleine Charlie hier? Er ist ja dumm im Sand rum. Stattdessen, dass er da bleibt, wo er bleiben soll. Einfach mit seiner blöden Sandburg spielt. Rennt jetzt einfach ins Nichts. Mach dich da draußen nicht so schmutzig, Charlie. Überhaupt kein Problem. Ich habe ein Spielzeug gefunden. Bin in der Nähe vom Wasser. Vorsichtig. Nein, hör auf. Auf den kleinen Charlie zu ertränken, GHG. So. Ich habe was gefunden. Ach du liebe Güte, ich bin irgendwo runtergefallen. Macht nix. Ich habe meine beste Latzhose an. Die schützt mich vor allem Bösen. Die Latzhose. Bezwingt dich. Stimmt nicht. Platzhosen sind super, super schlechte Verteidigung gegen das Böse. Probiert es lieber mit Kruzifixen oder Weihwasser oder irgendetwas anderem. Keine Ahnung, vielleicht mit bösartigen Gegenzaubern der dunklen Magie, aber vielleicht nicht. Vielleicht nicht mit Latzhosen. Okay, ich habe wieder ein Spielzeug gefunden. Ich muss mein kleines Teftef zusammensetzen. Charlie, Mittagessen, hier, komm, Mama. Mama, es gibt nicht Subway. Dann schrei ich wochenlang durch. Geht dir auch gut, der ist unten am Strand. Wo ist er hin? Ist der kleine Charlie weg? Charlie, wo bist du hingegangen?
Charlie! Hallo? Da ist der kleine Charlie hier runtergefallen. Nee! So. Um seine kleine Lok zu finden, ist er hier runtergesprungen. Charlie! 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 Sean! Jason! Where are you, Charlie? Wo bist du, Charlie? Charlie! Mein Gott. So, ich habe das Gefühl, langsam werden die Eltern ein bisschen nervös, aber nur ein bisschen. Ja, da kann man jetzt auch nicht so viel machen. So. Hier ist nichts. Gottes Willen, was ist denn das Problem? Ich will halt nur ein bisschen spazieren, vielleicht Muttervater. Ja. Gottes Willen, jetzt kreischen sie alle noch. Gott, da ist irgendwas. Schau ich das mal an. Tentakel. Wo kommt irgendwas Schwarzes? Oh, liebe Güte, ich glaube, das sind die Tentakel vom Schlemmermann, der uns erwischt hat. Der Slenderman hat ja Tentakel. Also er ist nicht nur gut gekleidet zu festlichen Anlässen, sondern hat auch Tentakel. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ich lebe zufälligerweise, wenn mich die Tentakel vom Slenderman erwischen. Charlie anscheinend nicht so. Der wird nur gefressen. Tja, das war's für den kleinen Charlie. Da kann man jetzt auch nichts machen. Gehen wir weiter. So, so ist das halt mit den Kindern heutzutage. Entweder sie überleben es oder sie überleben es nicht. Ist so. Einfach in der Wildnis aussetzen. Die Starken, die finden zurück. Hier geht's hoch, glaube ich. Ja, irgendwie geht's hier schon hoch. Aber ich gehe mal runter. Bin mir nicht sicher, wo wir hin müssen. Es kann sein, dass wir bald noch eine Mine treffen. Ich muss sagen, wie gesagt, ich habe dieses Spiel ewig nicht mehr gespielt. Bin mir auch gar nicht so sicher, wo wir hin müssen. Ach ja, doch. Doch, ich glaube, wir müssen wieder in eine Mine. Hallo? Wird diese Leuchtfackel hier angezündet? Mich verletzen können. Einen kleinen Zeh hätte ich ankuckeln können. Das wäre super scheiße. Nein, nein, lass in die Taschenlampe raus. Die ist schon gut so. Okay. Ja, gut, dass hier nicht unheimlich ist. In dieser alten, verlassenen Mine. Großartig. Okay, schauen wir, dass wir schnell durch die Mine durchkommen. Ja, hier ist besser. Hier ist viel schöner. Es gibt Sicherungskästen. Sind wir in ein Wasserwerk angekommen? Könnte das ein Wasserwerk sein? Ich glaube schon, oder? Was steht hier? Ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben. Der hat eine positive Einstellung. Das ist unglaublich. Der könnte Life-Coach werden. Ich habe das Gefühl, dieser Mann möchte vielleicht mir etwas mitteilen. Ey, was ist hier los? Ein Fun. Videokassetten! Yes! Und des Bauarbeiters dreckiges kleines Geheimnis. Jawohl, was steht hier? Kate! Ich habe etwas nachgeforscht und bin über ein altes Grundstück gestolpert, das vor langer Zeit Familie Matheson gehörte. Charles war dafür bekannt, seine Frau Diane und seinen Sohn Charlie zum alten Siedorf mitzunehmen, um dort ein Familienpicknick zu machen. Ich hätte nicht erahnen können, was ich dort fand. Ich denke, Charlie könnte dort etwas gesehen haben. Etwas, das er nicht hätte sehen sollen. Anbei findest du eine Aufzeichnung meiner Funde und einige Dokumente, die ich entdeckt habe. Wir haben es hier mit etwas Dunklem zu tun. Kate, etwas, das ich nicht erklären kann. Ich habe etwas gegessen, was so krasse Blähungen verursacht, Kate, dass du sie nicht erklären kannst. Ach so, ich muss die Kassette abspielen, die ich zuerst aufgehoben habe. Wieso? Ja, dann rein damit. So. Mach mal, was läuft hier? Okay, ich habe erst die aufgehoben, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt heißt. Vielleicht finden wir jetzt hier was auf der Videokassette, müssen spielen. Cool. Sind am alten Hof angekommen, mein Silos. Es ist der 19. Dezember, ich heiße C.A. und befinde mich auf der Matheson Farm. Ich setze meine Ermittlungen zu Charlies Verschwinden fort. Sehen wir mal, was ich herausfinden kann. Du hast keine Taschenlampe. Okay, wir haben natürlich keine Taschenlampe mitgenommen. Hier muss ich mich krass ducken, sonst ist mein Hirn gleich weg. Nein, es geht hier einfach nicht durch. Wir müssen hier zu Han Silo. Nein, das hat nichts mit Star Wars zu tun, wirklich, ich verspreche es euch. Sprech's euch, das hat nichts mit Star Wars zu tun. Wir finden nicht Han Silo hier. So, ich weiß, ich habe damals schon Han Silo erwähnt. Was ist das?
Rose, wir gehen heute Nacht in den Keller, um dort wieder Verstecken zu spielen. Vater wird bis zum Morgen nicht von der Red Deer zurückkehren. Und Norm meint, er hätte eine Laterne gefunden, mit der er uns nach Einbruch der Dunkelheit dorthin bringen kann. Wenn wir uns alle nach dem heutigen Abendessen an der Kapelle treffen, ich weiß, du hast den ranzigen Geruch von Benzin da unten, aber das wird lustig. Ich verspreche es, Maggie. PS, verrate es nicht Patty, sie wird uns verpetzen. Ich hasse die Patty. Patty ist einfach eine dumme Frau. Die immer nur die Leute verpetzt. Das ist eine absolute Frechheit. Okay, es ist hier super dunkel. Das ist eine Aufnahme. Das seht ihr jetzt nicht, weil ich rechts oben bin. Aber da steht immer VCR Play. Also sozusagen, wie es hier wiedergegeben wird. Auf einer Videokassette. Okay, schön. Hier hätte ich noch nicht hin müssen, ist das Problem. Das ist die Sache. Dass hier einfach nicht weitergeht und einfach stockdunkel hier unten ist. Kein Problem. Kein Problem. Dann schauen wir halt nicht hier rein. Dann gehen stattdessen zum Silo rüber. Klar, why not? Sieht ja auch super sicher aus. Ah, da hinten ist ein Stacheldrahtzaun. Da möchte ich nicht, dass meine Nippel sich aufspießen. Sonst weinen sie wieder Männermilch. Wäre sehr traurig. Wäre super traurig. Mei, ist das schön. Mei, dieses Landleben, ich könnte mich überhaupt nicht dran gewöhnen. Nein, ich weiß nicht, kommt ihr vom Land? Habt ihr schon mal Ferien auf dem Bauernhof gemacht oder ist so ein Bauernhof überhaupt nicht das eure? Ich muss sagen, es ist kurzfristig schon entspannend. Ja, das muss ich nicht lesen, da steht Charlie. Hier ist der Slenderman, der alle Kinder. Auch alle Kinder, der Slenderman. So, komme ich hier weiter, ist die Frage. Ja, nicht so wahnsinnig, ehrlich gesagt. Also so richtig toll ist hier halt nicht. Ja, das ist halt einfach nur eine alte blöde Mühle. Wo eine unheimliche Kinderzeichnung drin war. Ich lieb's. Muss ich das irgendwie hochziehen? Ach Gott, da oben ist einfach ein Zug. Oben ist einfach ein Zug, den ich benutzen muss. Und ich habe es nicht gecheckt. Großartig. Mein Gott, ich bin so intelligent. Das ist unglaublich. Krasse Geistesleistung, die ich hier leisten musste. Ich musste an dieser Strippe ziehen. Da sind wir an den Silos angekommen. Das sieht so cool aus. Schau dir mal das alles an. Das ist echt super gut gemacht, das Game. Frag mich, ob es hier dunkel wird. Ah, der Generator hat keinen Treibstoff. As ever. Na gut. Müssen wir mal schauen, wo wir Treibstoff herkriegen. Vielleicht in diesem abgeranzten Haus. Vielleicht finden wir hier Treibstoff. Hallo. Brauch Benzin. Gib mir mal ein Benzin. Das ist super unheimlich. Ich muss sagen, immer wenn ich Scarecrows sehe, denke ich an Jeepers Creepers. Ach du Shit. Hi. Gut, dass du nicht unheimlich bist. Du bist ja die wunderschönste Vogelscheuche, die ich je gesehen habe. Echt. Kein Scheiß. Echt beeindruckend hübsch bist du. Ach du liebe Güte. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Bin hier mitten im Bett im Kornfeld. Und ich weiß nicht, was ich hier eigentlich suche. Benzin suche ich eigentlich, glaube ich. Okay. Da ist eine Mühle da hinten. Vielleicht sollten wir uns die anschauen. Oder vielleicht sollten wir auch nicht vom Weg runtergehen. Jetzt sollten wir wirklich nicht vom Weg runtergehen. Und sagte er und ging vom Weg runter, mitten ins Kornfeld. Läuft bei mir geistig. Okay, ich gehe davon aus, dass wir hier wahrscheinlich wieder rauskommen. Hallihallo. Sieht interessant aus. Das denn sieht auch interessant aus. Was sieht interessanter aus? Da ist eine Luke und hier ist eine Luke. Und da ist eine alte Mühle. Wir schauen uns mal unten um. Schauen wir mal rein. Sieht ja super sicher aus. Hallihallo. Das soll alles Licht sein, das wir... Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das ist besser. Oh shit, das Licht geht immer nur zeitweise an und aus. Okay, renn mal schnell. Ja, großartig. Es hilft mir halt nicht, wenn hier die ganze Zeit Disco und Party ist. Ist hier irgendwo Benzin? Nee, anscheinend nicht. Geh mal ganz kurz nicht aus Licht. Das wäre ganz großartig. So. Ja, hier hilft es mir aber überhaupt nichts weiter. Hallihallo.
Da ist irgendwas gelaufen in die Dunkelheit direkt an mir vorbei. Okay, hier wollten Kinder spielen, nicht wahr? Spielen die noch oder sind die schon längst tot? Nein, wirklich. Ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Spielen die noch oder sind die schon längst tot? Das war unheimlich. Das war super unheimlich. Hier sind Kinderzeichnungen. Ich mag das nicht. Okay, was ist das? Oma Richters, großes Buch, die Geschichten, erste Ausgabe. Großartig. Ich liebe es. Ich liebe es. Mit die Oma ihren Kindern. Da ist schon wieder ein Kind vorbeigelaufen. Ich hab's genau gesehen. Oh Gott, hier sind Geisterkinder unten. Nein, 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 ich will das nicht. Ich bin den Geisterkind voll auf die Haxen treten. Komm, mach das Licht an. Ach, das war, ich muss hier raus. Scheiße! Da steht einfach so ein Horrorkind. Jetzt hau ab, du dummer Charlie. Okay, er ist weg. Jetzt weg. Hier ist Benzin. Er mit dem Zeug. Gutes Zeug, gutes Benzin. Da ist schon wieder das Geisterkind vorbeigerannt. Okay, ich muss hier einfach so schnell es geht raus. Okay, aber habe ich alles hier drin gefunden, ist die Frage. Irgendwer hat hier gelacht. Das hasse ich ja, wenn die Geisterkinder sich köstlich amüsieren. Denen geht's gut, mir geht's scheiße. Großartig. Das ist eine super faire Aufteilung, ohne Scheiß. Ich muss raus hier. Ich muss ganz dringend raus hier. Okay. Komm, Licht. Ja, du schon wieder. Die kenne ich ja. Okay, das war unheimlich. Okay, das war super. Das war super unheimlich. Ich habe das Benzin. Das ist eine gute Nachricht. Gott, irgendwas bewegt sich im Kornfeld. Da läuft was. Da läuft was im Kornfeld. Seht ihr den Scheiß? Nein, hau ab. Schnell. Geh hier am Rand entlang. Was bewegt sich hier durchs Kornfeld durch? Und ich habe echt keine Lust, ihm zu begegnen. Das ist eins der toten Kinder im Kornfeld. Ich freue mich so. What the shit ist das Boogie? Okay. Okay. Okay, rüber hier zum Schuppen. Oh, ist das cool gemacht, das Game. Ich erinnere mich noch, wie gut das gemacht war. Okay, Zeit, den Generator aufzufüllen. So, was steht hier? Erinnerung, jeglicher Weizen und Gerste muss in den unterirdischen Keller zur Kaltlagerung gebracht werden. Weizen kann abhängig von der Feuchtigkeit bis zu 9 Monate. Das ist vollkommen... Ich möchte hier nichts über Weizen lernen. Das ist großartig. Wir haben hier ein Weizen-Tutorial bekommen. Daran an den Zettel. Das ist wunderschön. Und hier aber sieht man die Familie, wie sie ein großes gelbes Picknick macht. Und dem Kind hat es so gut geschmeckt, dass Blutfontänen aus seinem Hals heraus spritzen, weil Mom ihre bekannten Glas-Sandwiches gemacht hat. Nam, 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 nam. Es gibt nichts Besseres als Sandwiches mit Glas. Und nein, ich bin im Silo. Geh nicht in die Silos, das ist gefährlich. Nein, wirklich, das ist gefährlich. Man kann verschüttet werden oder noch Schlimmeres. Okay. Das ist vollkommen fantastisch hier. Raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Warum habe ich den Generator eigentlich angemacht? Gab es da einen Grund dafür? Wäre ich sonst hier nicht durchgekommen, kann das sein? Möglich. Möglich. Sind wir auf jeden Fall auf der anderen Seite. Da gibt es einen kleinen Schuppen. Hier gibt es ein Bumshaus, Baumhaus. Boah, das Kind, wäre ich da so abgegangen, wenn ich ein Baumhaus gehabt hätte. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Die hat nur so eine traurige Plattform auf so einem Baum. So. Einfach nur so ein Bretter auf Baum. Das hatten wir zum Spielen. Was ist hier? Okay, das ist einfach die ganze Familie Hayes und Matheson. Sind hier zum Sehen. Mein Gott, schauen die glücklich aus. Hier die Kinder in Einheitskleidung, die freuen sich richtig. Die Frau übertreibt es mal wieder mit ihrer Kette. Das ist das Einzige, was man richtig gut erkennt. Und im Hintergrund, und jetzt wird es interessant, das habe ich vielleicht im letzten Game nicht gesehen. Seht ihr die Form hier? Sieht aus wie ein dünner Mann, der hier steht. Cool, ich liebe sowas. Absolut eindeutig Zweideutiges.
in Horror-Games, wenn man es erstmal so ein bisschen entdecken muss. Das ist cool gemacht. Ist hier noch was, was hier rumliegt? Ja, tatsächlich, ein Schlüssel. Zack. Torschlüssel aufgenommen. Das ist ganz fantastisch. Ich glaube, ich brauche einen Torschlüssel. Aber wofür? Nein, wirklich, wofür brauche ich den Torschlüssel? Für welches Tor ist denn das der Schlüssel? Oh. Oh, zur alten Horrorkapelle. Ja, großartig. Dann gehen wir da jetzt hin. Dann müssen wir das Kornfeld. Shit. Eigentlich möchte ich nicht noch ein zweites Mal das Kornfeld. Echt. Kommen wir eigentlich auch auf der anderen Seite des Hauses raus? Vielleicht. Vielleicht werden wir durch die Kapelle durchgehen. Ich weiß es noch nicht. Okay, wir probieren es einfach mal. Wir versuchen hier rüber zu kommen. Das heißt, wir müssen durch das verfluchte Kornfeld der Geisterkinder. Ich freue mich. Boah, das ist gut gemacht. Hört ihr die Geräusche? Wie sich irgendwas Altes bewegt hier drin. Das ist so gut gemacht. Dieser blöde CR ist nicht der intelligenteste. Der hat keine Taschenlampe dabei. Ach, das wird Nacht. Es wird Nacht und wir müssen bei Vollmond durch das Geisterkornfeld. Oh, steht mir bei, liebe Kultisten. Oh, Manometer. Dann schau ich nochmal in mein Glas. Jetzt geht's los. Dann nochmal ins Glas und dann können wir loslegen. Bam. Irgendwo da drüben ist die Kapelle. Oh, Gottes Willen, irgendwas ist hier im Kornfeld. Nein! Nein! Ganz sicher nicht. Ist es noch hinter mir? Ich höre es ganz nah. Ich mache eine Abkürzung. Ich renne hier rüber zum Tor. Oh, das ist... Nein, 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 nein. Es rennt zu mir. Es rennt zu mir. Komm, gib richtig Gas. Okay, Geisterkinder müssen draußen bleiben. Es ist ein heiliger Ort. Hier aber hat schon der heilige Sankt Blasius seine Trompete geblasen. Seine Fleischtrompete. Deswegen könnt ihr nicht hin, ihr Geisterkinder. Oh. Oh Gott, großartig. Wie liegt denn hier alles? Hayes. Matheson. Das sind einfach Familiengräber hier alle. Wer hat denn so eine krasse Farm, wo er eine Kapelle hat? Nein, ohne Shit. Ihr müsst ja super reich gewesen sein. Ich hätte super gerne Kapelle. Kleine Kultistenkapelle, das wäre vollkommen fantastisch. Wenn wir unsere kleinen schwarzen Messen abhalten können. Hallihallo. Was war das? What the Scheiß? Sag mal, geht's noch? Du hast mich vielleicht gerade zu Tode erschreckt, Slenderman. Oh, das ist ein Riesentext. Ich strebe nur nach Erlösung für mich und meine Familie von diesem Dämon, der unser Leben zur Hölle macht. Ich habe den Zorn des Teufels auf meine Familie gezogen. Ich habe seine Ankunft heraufbeschworen. Und wie konnte ich nur so töricht sein, so etwas Böses zu manifestieren? Warum konnte ich alte Legenden nicht sterben lassen? Ich alleine sollte diese Last tragen. Warum müssen meine Enkel unter ihrer Unbesonnenheit leiden? Sie werden nie nach Hause zurückkehren. Dieser Satan hat sie geholt. Wir alle müssen diese Last tragen. Wir müssen alle für unsere Ignoranz büßen und diese Welt ein für allemal von diesen Dämonen befreien. Niemand soll je wieder diesem Übel gegenüberstehen müssen. Er stirbt mit uns. Möge das Feuer unseren Pepiman reinigen. Die unsere Seelen reinigen und unsere Sünden verbrennen. Das ist ja mal ganz schön, was du dir vorgenommen hast. Ah ja, super unheimlich Geisterpuppe mit Spielzeug. Ja klar, das ist eine sehr gute Nachricht. Ich gehe hier mal rüber. Ich muss nämlich zufälligerweise eine Predigt halten. Tut mir leid, ich muss hier mal predigen. So, also. Jesaja Buch 1 hat schon geschrieben. Und ihr, die ihr eure Nippel keine Milch geben könnt, ihr Männer. Ihr werdet dazu angehalten, auch im jüngsten Gericht zu laktieren wie die Jungfrauen selbst. Nein, hör auf. Ich rede hier nicht von Männerlaktose. Nein, das ist so hübsch, das Kind, unglaublich. Mögen die Engel dich nach Hause geleiten, aber nur wenn du aufhörst, an deiner Latzhose herumzuspielen und sie versuchen auszuziehen.
Kinderspielzeug. Klar, ich nehme mir den ganzen. Ich nehme mir alle so ein Kinderspielzeug mit, weil ich bin ganz super. Hallo? Hallo, was ist los? Nochmal versuchen. Was war das? Was zum Henker war das? Sag mal, geht's noch? Oh nein, okay. Nochmal die Kapelle. Irgendwas kam da angeschossen und hat sich in meinen Bauchnabel verbissen. Ich weiß immer noch nicht, was es war. Okay, haben wir. Dankeschön. Auch dieses Bild nehmen wir mit. Danke sehr. Okay, da war der Slenderman, der hat nur ganz fröhlich die Tür zugemacht. So, ich möchte jetzt wissen, was mich eigentlich erwischt hat. Ich glaube, es kommt durch die Tür hier gerannt. What the Scheiß? Schaut euch mal dieses irre Geisterkind an. Es rennt los. Es rennt los und ich renn auch los. Ich muss hier runter. Jetzt lauf. Lauf, das Geisterkind ist super sauer, weil du sein Spielzeug geklaut hast. Okay, okay, das war ganz schön unheimlich. Das war ganz schön creepy. Okay, lauf, 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 lauf. Boah, was ein Terror. Was ein Terrorangriff. Hier allein oder bin ich hier nicht allein? Ich muss es wissen. Ich muss es wissen, damit es mir gut geht oder nicht. Hier liegt was. Hier liegen super viele Items. Verzweiflung. Meine absolute Lieblingskarte, die ich hier finden kann. Lebe die Verzweiflungskarte. Was ist das? Lesen. Dieses Tagebuch. Patricia ist immer noch nicht zu Hause. Mama sagt nur, dass sie wieder nach Wildblumen sucht, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Es war dieser Mann, dieses Ding, von dem Oma immer erzählt. Ich glaube nicht, dass sie verrückt ist. Ich habe den Mann selbst gesehen. Er schaut uns immer an, wenn wir spielen. Patty ist zu ihm gegangen, ich bin mir sicher. Konnte mir eh nicht leiden. Wenn Mama doch mal zuhören würde. Ich frage mich, wann sie nach Hause kommt. Liebe Rose, niemals. Und du musst deinen kleinen Jack heilen. Du liebe Güte. Vater zwingt uns heute Nacht wieder zum Beten. Es wird nicht helfen. Es ist eher lästig. Ich wette, Patty und Wald sind vor diesem heruntergekommenen alten Ort davongelaufen. Und ich werfe ihnen das ein bisschen vor. Oma und Rose bestehen auf ihre hanebücherne Geschichte, dass sie von einem seltsamen Mann mitgenommen wurden. Ja, Patty und Wald konnten wir auch nicht so gut leiden. Verliere ich als Einzige hier den Verstand? Vielleicht sollte ich auch davonlaufen. Maggie. Aber Maggie, das hättest du vielleicht schon besser getan. Wäre schon vielleicht ein bisschen besser und cleverer gewesen. Hier aber leuchtet noch was. Liebe Frieda, obwohl es mein Herz noch immer zerreißt, dass deine Kinder verschwunden sind, fürchte ich um deine Gesundheit, Schwesterchen. Du darfst dich nicht mit diesen schrecklichen Geschichten aus deiner Jugend belasten. Du weißt genauso gut wie ich, dass dies alles nur erfundene Geschichten sind, durch die wir uns gut benehmen sollten. Wenn Mama doch nur gewusst hätte, was diese albernen Legenden dir antun würden. Da kann ich mich an den von dir genannten nicht erinnern. Hast du denn das Mamas Buch, das du mitgenommen hast? Ich wünschte, ich wäre in diesen schweren Zeiten bei dir und würde meine Tage hier nicht allein fristen. Ich wünschte dir alles Gute von der anderen Seite des Ozeans aus. Mögen meine Wünsche und Gebete dich erreichen. Franziska, ja danke Franziska, du bist zumindest die Einzige, die anscheinend in Sicherheit ist. Ja, dann gehen wir durch diese kleine Klappe, ich freue mich. Und Action. Hallihallo. Was? Nein, Horrorkind! Lauf! Lauf, Gigi! Lauf! Gottes Willen! Und dann ist es runtergefallen, hier laufen die toten Kinder an mir vorbei. Hätte ich es schaffen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier habe ich immer meine Kamera fallen lassen. Und da hat man auf den Schatten von mir und dem Geisterkind vorbeischießen sehen. Okay, ich glaube, wir haben das Kapitel geschafft. Boah, hat es mich erschreckt, als das Kind da durchgeschossen ist. Ja, bist du bescheuert. Ja, mit dem nächsten Film. Hoffentlich ist der besser als der letzte. Ich würde sagen, hauen wir gleich die nächste Filmkassette rein. Los geht's. Um was geht's in dieser Filmkassette? Hoffentlich landen wir jetzt auf der Alm, wo es richtig gute Almdudler gibt. Richtig krasse Milchmädchen. Nein, nein, das passiert nicht. Hallo? Kate, bist du das? Du bist zufälligerweise super. Ach so, ich bin Kate. Wenn es so ist. Schließe alle Fenster und Türen. Spiele ich jetzt mit meinen Brüsten. Nein, Brüsten. Nein, auch nicht Brüsten. Sichere das Haus. Ich muss alle Fenster hier zumachen.
Alle Fenster müssen zu sein. Hier. Das Fenster ist schon zu. Hier ist schon super gesichert. Ach du liebe Güte. Das hat so eine gute Atmosphäre. Das hat echt so eine coole Atmosphäre. Okay, Kate. Das Fenster ist auch sicher. Auch hier ist niemand unterm Bett zufälligerweise. Das ist gut. Okay, schauen wir uns erstmal den oberen Stock an, bevor wir unten weitermachen. Ja, die Tür ist knallweit offen. Das ist natürlich super blöd. War da was? Nee, das war nur der Spiegel. Okay, das Fenster ist noch offen. Das schließen wir sicherheitshalber mal auf. Gibt's hier ein Fenster? Ja, natürlich gibt's ein Fenster. Und jetzt nehmen wir eine gemütliche Dusche. Und der Slenderman uns mit seinem besten Anzug beobachten. Hör auf! Hör auf! Hör einfach auf, zu heiß auf Kate zu sein, bitte. Über GHG. Okay. Wir fangen unten gleich mit dem offensichtlichsten an, der Haustür. Hör zu. Affe tot. Was besser. Ist jetzt das Licht ausgefallen? Als ich jetzt eine Sekunde nicht geschaut habe, ist das verdammte Licht ausgefallen. Was ist das für ein unheimliches Glockenspiel? Gottes Willen, mir ist echt unwohl. Ist echt unwohl. Cool, dass wir nochmal in dieses Haus kommen. Hier wieder ein Blitz. Nur ein Blitz. Und das sind Vögelchen. Da ist irgendwas. Da war irgendwas im Blitz. Da war irgendwas im Blitzlicht. Okay, ich brauche sofort Vogelbilder zur Beruhigung. Vögelchen. Schönes Vögelchen. Blaues Vögelchen. Gelbes Vögelchen. Rotes Vögelchen. Hör auf. Auf, das wird dich nicht beruhigen. Ich muss die Fenster zumachen. Geht sofort zu dem Fenster. Oh nein, das ist auch offen. Ja, da steht was davor, das ist gut. Da ist wieder der Blitz eingeschlagen. Die Tür ist sperrangelweit offen. Bin mir nicht sicher, ob hier nicht schon längst was mit hier ist. Okay, Telefon können wir mal grob vergessen. Mach die Tür zu. Sag mal, was war das denn bitte für ein Anruf? Das ist der Slenderman, der uns unsere Liebesbotschaften hinterlassen hat. Das ist super lieb von dem. Seht ihr irgendwas, liebe Kultisten? Ist es schon im Haus? Da war was. Nee, das ist der Schatten. Es war nur ein Schatten. Was ist hier in der Kammer drin? Gibt's hier überhaupt? Nein, hier ist sicher. Hier ist sicher. Ich sag's euch, wie es ist. Ich verbunker mich hier als Kate auf der Toilette. Gehe hier nie wieder raus. Okay, ich muss raus. Ich muss die ganze Fenster zumachen. Es gibt noch eine Garagentür, Tor. Das ist wahrscheinlich das Gefährlichste. Oh nein. Die ist sperrangelweit offen. Hallo, wie schließe ich das? Kann ich einfach die Tür hier zumachen? Nee, vielleicht kann ich es hier auslösen. Im Sicherungskasten nicht. Es gibt doch immer eine Automatik, wie man das runterfahren kann. Geh nicht nach draußen. Wer ist dort? Oh Gott. Okay, ich hab's verstanden. Ich gehe nicht nach draußen. Er ist dort. Ist da was? Mach die verdammte Tür zu. Ich muss mich verstecken. Ich hau ab. Ich muss nach oben in meinen Raum, wo der Slenderman mich erwischt. Okay. Nein, ich glaube, er ist hier. Ich habe es gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da war schon wieder was. Und dann ist er voll aus dem Fenster gesprungen. Okay, die schaltet mal schnell. Nein, ohne Scheiß, die schaltet schnell. Die sieht einen Slenderman und raus aus dem Fenster. Alle Achtung. Okay. Ich habe alle beide Videos angeguckt. So, liebe Kultisten, ich glaube, wir sind im letzten Kapitel angekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, schau dir mal an, wie fantastisch das ist. Endlich mal Horror draußen. Nein, wirklich. Das ist super cool gemacht. Hier habe ich irgendwie immer die Orientierung verloren.
weil es in Schlangenlinien nach oben geht, obwohl es eigentlich gar nicht mal so leicht ist, die Orientierung zu verlieren, wenn die Straße immer nur geradeaus führt. Das Haus musste weg. Es kann mich nicht mehr retten. Das ist schon blöd. Das ist schon sehr blöd, wenn das Haus dich nicht retten kann. Okay. Okay, kein Problem. Ja klar, geh immer weiter nach oben. Ist ja überhaupt kein Problem. Nein, hier geht's wieder nach unten. Das wäre dumm, oder? Ja, das wäre super dumm. Was machen wir oben? Warten wir hier, bis die UFOs uns abholen. Hier weiter? Leicht hier weiter? Ich bin mir nicht sicher. Ich sag doch, ich verlaufe mich bei diesem Kapuff. Verdammt nochmal. Kann nicht wahr sein. Hey, ohne Scheiß, warum passiert mir das immer? Das ist ein Sendeturm. Darauf muss ich zuhalten. Aber wie geht das? Mal schauen, dass ich hier irgendwie weiter nach oben komme. Manchmal muss man erst nach unten, um nach oben zu kommen, oder? Was ist, wenn wir den Weg hier nehmen? Ja! Ja, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ab zum Sendeturm. Die historischen Kulmalminen. Großartig. Freue ich mich schon die ganze Zeit. Okay. Was möchte ich eigentlich am Sendeturm? Möchte ich meine braune Unterhose dort zum Trocknen aufheben? Mit aufheben meine ich aufhängen. Wäre ein bisschen peinlich. 13, was für eine schöne Zahl. Triff mich in einer Stunde an der Straße. Ich habe eine Liste mit Dingen hinterlassen, die du brauchst. Lass alles zurück. Ich erkläre alles, wenn wir uns sehen. Ich weiß, wie ich alles begradigen kann. Erzähle Lauren nichts von mir. Lauren nichts von mir? Sind wir die Lauren? Sind wir die Lauren? Vielleicht sind wir Lauren, die versucht, ihn zu retten? Ach du liebe Güte. Okay. Er wird ankommen. Es ist so einfach. Ach du liebe Güte. Was steht hier? Es tut mir so leid. Es tut mir alles so leid. Dies ist nicht dein Fehler. Ich war's. Wenn du dies liest, wird es für dich schon zu spät sein. Lass ihn keine weiteren Leben hinein. Das war alles mein Fehler. Dies kann mit dir enden. Ich habe ihn reingelassen. Warum habe ich ihn reingelassen? Es tut mir so leid, dir diese Bürde aufzuerlegen. Ich wünschte, es wäre nur ich. Dies darf sich nicht weiter ausbreiten. Bitte, es muss alles mit dir enden. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Es muss enden. Gott, vergib mir. Ach, das ist ja schön, dass wir das jetzt unseren kleinen Album beifügen. Anscheinend ist die Geschichte so. Ende ist hier, steht hier. Anscheinend ist die Geschichte so, immer wenn jemand von diesem Slenderman erfährt, also in dieser Variante. Der Wald brennt. Das ist mir super peinlich. Ich habe draußen ein bisschen gekokelt. Ich wollte einfach nur ein köstliches Tofu-Steak grillen. Und jetzt aber brennt der ganze Wald. Das stimmt gar nicht. Der Tofu war gar nicht so köstlich. Nein, der war gar nicht so köstlich. Okay, wir laufen. Wir laufen. Ach du liebe Güte, hier brennt der Wald. Hier brennt der Wald. Hier brennt alles. Nein, ohne Scheiß, hier brennt alles. Oh Gott, Slenderman ist hier irgendwo. Wo geht's noch? Scheiße, scheiße, scheiße. Die Bäume sind direkt vor mir zusammengestürzt. Ich hab Glück, dass ich meine Nippel nicht verbrannt habe. Es war haarscharf. Meine Nippel waren schon ganz heiß. Und ich rieche mein kokelndes Brusthaar. Spinnst du? Schau doch mal den Irren an. Nein, 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 Tentakel! Tentakelangriff vom Slenderman. Lauf! Kommen die nach? Kommen die Tentakel mir nach? Nein. Ich glaube nicht. Okay. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Geh einfach immer weiter. Da ist der Sendeturm. Da ist der Sendeturm. Ich glaube, wir haben mit... auf Anhieb... haben wir den richtigen Ort gefunden. Perfekt, so läuft's. Scheiße, das ist der Slenderman. Mit seinen Tentakeln. Da ist der Slenderman. Falsche Richtung, ganz falsche Richtung. Ganz falsche Richtung. Wir gehen nach da. Wir gehen nach da, wir müssen irgendwo nach oben. Ich glaube, wir müssen zum Sendeturm. Aber wie schaffen wir das? Ah, das sieht gut aus. Da geht ein Weg nach oben. Okay, okay, fast geschafft. Lauf, 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 lauf. Liebe Lauren oder wie immer du heißt. Okay, fast am Sendeturm angekommen. Ah, ich höre ihn noch immer.
Ich höre ihn noch immer und es wird immer schlimmer. Da ist er. Und schießt seine Tentakel-Klauen auf mich. So, nichts gibt's. Bin zufälligerweise der schönste Renner. Und ich hab's geschafft. Ich bin drin. Okay, okay, die Tür ist zu. Kommt der hier rein? Steht hier? Das Notfallwarnsystem. Das muss ich jetzt nicht lesen. Ich möchte einen Notfall melden. Der Schlemmermann ist hinter mir her. Das ist ein ganz schlimmer Notfall. Der Schlemmermann möchte mit seinen Tentakel mit mir heißen Sentai-Sex haben. Das aber dürfen wir nicht zulassen. Dürfen wir wirklich nicht zulassen. Okay, okay, hier geht's nicht weiter. Ich nötige einen Schlüssel. Ach du liebe Güte. Könnte hier ein Schlüssel sein. Ah, könnte eigentlich überall sein. Kann auch auf so ein Fass liegen, hä? Nee, hier wohl nicht. Hier auch nicht. Wo ist der Schlüssel für oben? Vielleicht doch die Nachricht lesen sollen. Wäre mir dann klar, wo der Schlüssel ist. Ist mir wieder verborgt. Da liegt der Schlüssel. So, ab nach oben. Mal schauen, was dort oben ist. Tür aufgeschlossen. Ausgezeichnet. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Los geht's. Sag mal, warum brennt es hier? Na, das ist aber nicht sicher. Meine Taschenlampe ist leer. Großartig. Ja, dann laufen wir mal. Hören Sie mal, Ihr Sendeturm brennt. Und das meine ich überhaupt nicht anzüglich oder so. Nein, wirklich, mein Sendeturm brennt. Das ist total blöd jetzt. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Ich krieg hier nur Panik. Die Wahl ist deine. Du kannst hier alles niederbrennen lassen. Ich habe versagt. Es tut. Ach, du hast dich schon verbrannt. Das ist kein Problem. Ich habe Bepanthen-Salbe dabei. Ich beginne dich jetzt einzureiben. Nein, nimm das lieber. Nimm lieber das, was hier auf dem Boden ist. Kate, los geht's. Ich kann nicht. Es geht nicht anders. Ich kann nicht. Räusche vor Anstrengung. Okay, okay, die Kate kann anscheinend nicht. Oh nein, es tut mir so leid. Ja, das tut mir auch furchtbar leid. Undeutliche Schreie. Großartig. Das sind die liebsten Schreie, die ich habe. Ganz schön spooky. Ja, die werden immer undeutlicher übrigens, die Schreie. Irgendwas hat mich mitten aus der Dunkelheit angegriffen. Was jetzt? Oh Gott, was bist du bitte? Sag mal, Kate, geht's dir gut? Oder bist du eins der Geisterkinder? Mir geht's anscheinend nicht gut. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es dir nicht so gut geht. Da hinten ist ein Zettel, den möchte ich haben. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Lesen. Kate, es ist ziemlich aufregend, nicht wahr? Das ganze Mysterium, der verschollene Junge, die Sichtung, die Brandstiftung. Ich bin froh, dass ich dieses Abenteuer mit dir gemeinsam erleben durfte. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe Mitleid mit Herrn Matheson. Er hat so viel verloren. Ich wünschte, er hätte mich hereingelassen, dass ich mit ihm helfen kann, so wie du auch mir hilfst. Vielleicht hätte ich ihn retten können. Wenn ich ihm schon nicht während meines Lebens helfen konnte, vielleicht kann ich ihm nun helfen. Ich verspreche herauszufinden, was mit seinem Sohn geschehen ist. Vielleicht wird das seiner Seele Frieden verschaffen. Aber mal, Kate, ich freue mich auf unser Abenteuer. Ich lief richtig gut mit dem Abenteuer. Ich lief richtig toll mit diesem Abenteuer. Sag mal, du untoter Geisterjunge, du siehst unheimlich aus wie nichts. Willst du jetzt einfach bitte mal verschwinden? Und schaut euch mal dieses irre Ding auf dem Boden an. Oh Gottes Willen, ist das finster. Was steht hier?
Dieser Typ kommt immer wieder bei mir zu Hause vorbei und fragt nach meinem Sohn. Ich sage ihm jedes Mal, dass er verschwinden soll. Er wird immer verzweifelter. Ich sehe ihn noch immer. Ich suche noch immer nach ihm. Er kann es aber nicht sein. Ich weiß, dass er es nicht sein kann, aber es scheint so real. Überall, wo ich hingehe, höre ich seine Stimme. Aber es klingt, als würde er leiden. Als wäre es nicht der Sohn, den ich kannte. Ich kann dieser Folter nicht entkommen. Dieser Mann, dieses Ding, er verspottet mich. Er frisst meinen Verstand. Tue ich mir das selbst an? War es meine Schuld, dass Charlie verschwunden ist? Ist dies meine Prüfung oder meine Strafe? Ich muss dem ein Ende setzen. Ich muss diesen Ort reinigen. Hey, scheint Charlie jetzt happy zu sein. Kate, weinst du? Sag mal, weinst du oder ist es der Regen, der auf deine Nasenspitze tropft? Nein, hör auf, irgendwelche schlechten Lieder zu singen. Kate, du musst nicht traurig sein, ich bin jetzt hier. Ich bin dein Retter oder deine Retterin. Gekommen, um dir zu helfen. Kate, wo bist du? Da hinten leuchtet irgendwas. Ich gehe da hin. Kate, du musst nicht traurig sein. Ich habe sogar Gutscheine für Subway dabei. Und wir auf der Rückfahrt gern vorbei. Kriegst du ein Subway-Sandwich. Ich verspreche es dir, wenn du aufhörst zu weinen. Kate, geht's dir gut? Kate, das ist nicht sehr nett von dir. Kate, jetzt hast du mich zu Tode gekratzt. Hoppla. Wenn wir von links nach rechts aus dem Bild geschleift. Okay, die wollte anscheinend alle Subway-Gutscheine für sich haben. Okay. Ja, liebe Leute. Das war Slender The Arrival. Das Remake. Ich fand's fantastisch. Die Sachen sahen noch unheimlicher aus. Die Grafik war wunderbar. Das taugt mir total. Die Story finde ich gut. Die finde ich super interessant. Es gefällt mir einfach perfekt so, wie es ist. Ja, liebe Kultisten, willkommen zurück im Hauptmenü. Wir haben das Hauptspiel gespielt. Jetzt kommen wir zu den erweiterten Kapiteln. Ich freue mich schon wie Bolle tatsächlich drauf. So, liebe Kultisten, um das neue Kapitel zu spielen, muss man hier auf den Berg direkt nach dem Kapitel, wo man aus der Mine rauskommt. Da gibt es dieses kleine Haus. Und in diesem kleinen Haus ist hier anscheinend etwas zu sehen. Bin super gespannt auf das neue Kapitel. Es sollen noch weitere folgen. Wir spielen heute das erste von den weiteren Kapiteln. Schön, dass ihr dabei seid. Bin sehr gespannt, was passiert. Bin sehr gespannt, was für ein Kapitel es ist. Mein Gott, wir malen mit Buntstiften. Das ist mein Lieblingskapitel jetzt schon. Mai und da unsere lustige Familie. Hallo? Ja, danke schön. Da ist ein untotes Kind draußen. Hallo, untotes Kind. Geht's dir gut? Ja, schaust du hier rein? Sind das deine Buntstifte? Hast du Pech gehabt? Die können jetzt mir. What the shit? Okay, ich ärgere nicht mehr das untote Kind, ich verspreche es. Nein, wirklich, ich verspreche das. Gott, wo bin ich hier? Hallo? Oh nein, ich bin im Hospital aufgewacht. Raus. Ja, danke, das hätte ich auch so lesen können. Was steht hier? Patientenaufnahmeformular. S. Männlich. Wertung der mentalen Gesundheit. Patient wurde mit folgenden Symptomen eingeliefert. Paranoia, wiederkehrende Albträume, Halluzinationen und unerklärliche Erinnerungslücken. Symptome verschlechtern sich. Familie weist eine Vorgeschichte von mentalen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf. Schweregrad? Unbekannt. Okay. Ja, danke schön. Slenderman in einem Hospital. Ich freue mich. Es läuft richtig gut. Die Behandlung funktioniert ausgezeichnet in diesem Hospital. Das ist großartig. Nein, wirklich, das ist ja absolut großartig. Gib es ihm wirklich. Was soll ich ihm geben? Seine Realität. Das ist seine Realität. Na gut, ich möchte dich nicht in deiner Realität stören. Den gucke ich nur diesen bunten Baum mit den Vögeln an, die bald Vögeln werden. Die beiden links und rechts Vögeln, die in der Mitte... Nein, hör auf. Das wird nicht so passieren. Das wird wahrscheinlich nicht so passieren. Okay, großartig. Ich weiß jetzt schon nicht, wo ich weiter muss. Läuft gut. Hier ist noch immer verschlossen. Es gibt ihn wirklich. Ja, na gut, das freut mich super, dass es ihn gibt. Ich muss hier immer noch einen Schlüssel finden.
Wir müssen hier raus. Ja, das glaube ich halt auch. Wo könnte so ein Schlüssel versteckt sein? In diesem Kinderbettchen. Nein. Nein. Hier aber blinkt so eine Lampe vor sich hin, aber hier ist auch kein Schlüssel. Hier ist auch kein Schlüssel. Was ist denn hiermit? Hier ist auch kein Schlüssel. Liebe Güte, wie komme ich denn aus diesem blöden Raum raus? Dankeschön. So, also mal kannst du mal die Tür zumachen. Ich kann sie wieder aufmachen. Dann kann ich zum Kaffeeautomaten gehen, kann mir einen heißen French Vanilla Wee herauslassen. Was ist das? Ach du liebe Güte. Drei Kinder aus Stadt verschwunden. Verdacht auf Serienmörder. In einer erschreckenden Wendung der Ereignisse sind drei Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren auf mysteriöse Weise aus der Gemeinde Willowbrick verschwunden. Beunruhigende Hinweise deuten auf eine Entführung hin und die Behörden befürchten, dass ein Mörder hinter diesem Vorfall steckt. Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden untersuchen den Fall und fordern die Bewohner auf, wachsam zu bleiben, während sie alles dafür tun, um die vermissten Kinder sicher nach Hause zu bringen. Ja, scheint ja richtig gut zu laufen, wenn die jetzt unheimlich aus dem Haus rausschauen. Oder ins Haus reinschauen, wo wir mit den Buntstiften spielen. Ja, hier geht's super lang entlang. Hier geht's auch entlang. Wir probieren das hier. Immer die Hände waschen, ganz wichtig. Hier, haben wir gelernt. Gelernt, bitte immer die Hände waschen. Okay, cool. Cool, wir haben die Klos gefunden. Das ist wahrscheinlich die andere Damentoilette. Weil die Herrentoilette ist, dann ist die Damentoilette, aber ich sehe keine Pissoirs. Was super blöd ist. Dann hätten wir auch gemeinschaftliche Toiletten machen können. Naja, okay. Gehen wir mal weiter. So. Hallo, Dr. James Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson, willkommen zurück. Schauen wir mal hier rein. Mein Gott, Chuck, du hattest auch schon mal bessere Zeiten. Ja, ich bin ziemlich fertig nach deiner durchzechten Nacht. Na gut, Chuck, du solltest es halt einfach nicht übertreiben. Das ist halt einfach nicht übertreiben. So, toxikologische Berichte. Eine nicht identifizierte faserige schwarze Substanz wurde im Blut des Patienten entdeckt. Wir werden mehrere Proben davon an ein externes Labor zur Analyse schicken. Was ist das? Ist das eine Staubflusen oder ist das diese schwarze Substanz? Ich habe keine Ahnung. Okay, schon nett hier. Cool. Dankeschön, ich möchte jetzt lieber gehen. Was steht hier? Er. Ja. Großartig. Wow, da steht er. Gehen wir mal weiter. Slenderman in ein Krankenhaus. Das war ich auch noch nicht. Ja, es ist schon super blöd, wenn wir hier die Blutsäcke haben. Hallo? Gibt's hier oben was? Können wir mal das Licht anmachen? Nein? Nein, bin ich jetzt mit dem Blutsack hier alleine? Cool. Okay, das war noch nicht so erschreckend. Hier kann man eine Tür aufmachen. Hallo? Hier geht's wahrscheinlich weiter. Wir schauen uns natürlich sicher selber hier noch um, ob wir nicht irgendeinen Schlüssel oder ähnliches verpassen. Das lieben nämlich Horror-Games. Boah, das ist coole Atmosphäre. Schaut mal. Das ist echt cool gemacht. Echt cool gemacht. Warum heißt dieses Kapitel Albtraum? Ist das vielleicht gar nicht real? Kann das sein? Das ist nur ein Traum, den wir haben. Okay, hier geht's wahrscheinlich weiter. Operationssaal C. Die heiße Schwester Linda möge sich bitte im Operationssaal C melden. Bitte so nackt wie möglich. An alle Mitarbeiter. Wir gehen zurzeit berichten über seltsame Vorkommnisse im Keller und alten Untersuchungsräumen für Patienten der Anlage nach. Seien Sie unbesorgt. Für uns steht die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und Patienten stets an erster Stelle. Bitte sehen Sie davon ab, den Keller zu betreten. Außer wenn es unbedingt notwendig ist, natürlich müssen wir den Keller betreten. Röntgenaufnahmen. Oh, das ist ein so schöner Kopf. Ah, oh, so ein schöner Schädel. Nein, hör auf, unheimlich zu sein. Ey, das sind super viele Blutproben. Auch nice. Okay. Bisher, Krankenhaus, unheimlich, klar, wissen wir. Klar, wissen wir. Als Horrorfans wissen wir das alle. Ne? Hallo, kleiner Timmy. Kleiner Timmy, weinst du? Bist du traurig? Hoppla. Was habe ich genommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kleiner Timmy, mir geht's, glaube ich, nicht so gut. Ich habe, glaube ich, ein Aneurysma. Du musst mir kurz irgendwie helfen.
Hallo, sei nicht traurig, kleiner Timmy. Okay, was für den kleinen Timmy. Der kleine Timmy möchte bitte mit dem Rollstuhl auf Etage 1 abgeholt werden. Ach, das wäre... So, weiter. Ach, das sind so wunderbare Bürokastelle. Ich liebe die ja, weil sie so unpersönlich sind. Und eigentlich vollkommen hässlich. Ja, die sind wirklich wahnsinnig hässlich. Brian, bitte gib nicht auf den Unsinn, den die Verschwörungstheoretiker seit kurzem herumplanen. Es ist wahrscheinlich nur geringverdiener Gesocks. So ein Scheiß. Und 100.000 Euro netto pro Monat, da halte ich mich gar nicht mit diesem Gesocks. Das Streiche spielt, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, weil ihre Köpfe voller Stroh sind, dass ihr es schon überall heraussprießt. Okay. Ja, schließlich waren wir auf dem College. Ach, ich liebe die Leute, die so krass viel auf ihre Bildung sich einbilden. Kennt ihr die? Die so krass viel sich auf Bildung bilden. Mein Gott. Kann ich meine Nägel schön machen? Na gut. Wir erzählen es keinem. Wir nehmen den pinken. Auf. Wir brauchen jetzt keine pinken Nägel. Das rettet uns bestimmt nicht. Das ist ja eine coole Sache. Diese Lampe, schau dir mal so an. In diesem Mülleimer, was die für einen Schatten wirft. Also wir wurden in keinem Horrorspiel mit Nagellack gerettet. Also können wir es auch hier mal vergessen. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, die Tür ist blockiert. Die Tür geht auf. Emily Thompson. Ihr gehört das Ganze hier anscheinend, das Kapoff. Hallo? Super. Diese eine Lampe funktioniert also noch. Da bin ich aber sehr froh darüber. Ich würde super gerne die Lampe mitnehmen. Nein, wir wollen die Lampe nicht mitnehmen. Wir haben genug Licht. Boah, sieht irgendwie nicht so aus, ne? Hier ist eine Taschenlampe. Ach du liebe Güte. Mächtigstes Item ever. Die habe ich einfach übersehen. Gott, das will ich übersehen. Bitte nicht diese wichtigsten aller Items. So, aber jetzt ist die Tür offen. Nachdem ich die Taschenlampe genommen habe. Bringt mir nichts. Aber dann schon wird das Ganze ein bisschen entspannter mit Taschenlampe und auch ein bisschen unheimlicher. Wie findet ihr das denn? Wie findet ihr, Taschenlampen machen Horrorgames weniger unheimlich oder mehr unheimlich? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe irgendwas klingeln hören. Okay, hier ist blockiert. Ja, schön. Okay, geht nicht so weit runter. Ist nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch, dass es meine Höhenangst triggert. Okay, hier geht es anscheinend in den Keller und hier komme ich natürlich nicht weiter. Ja, großartig. Gehen wir lieber erstmal höher. Höher ist immer eine gute Entscheidung. Okay, das war mir so klar. Es war mir so klar, dass uns natürlich mal wieder verwehrt wird, nach oben zu gehen. Also gehen wir in den unheimlichen Gruselkeller. Ihre Gesundheit ist unsere Priorität. Das ist großartig. Ich habe zufälligerweise einen schlimmen Herpesbefall an meinem Pipi-Mann. Bitte helfen Sie mir. Helfen Sie mir mit all dem, was Sie können. Das ist nur Rost. So. Er ist freiwillig in euren Keller gegangen. Kriege ich jetzt eine Belohnung dafür? Zum Beispiel eine PPC aus diesem Automaten. Boah, was gibt's denn alles? Orange. Ich will Orange. Ich will ein Soda. Ein Sodawasser. Bitte ein Wasser mit einer kleinen Zitrone. Und drei Eiswürfeln. Und eine Limette. Ich möchte bitte den Geschmack von Zitrone und Limette in meinem Mund spüren. So. Ich bin den ganzen Weg umsonst gerannt, oder? Ja, Gottes Willen. Nennen wir einfach mal dieses Kapitel der Weg umsonst. Und stattdessen gehen wir gleich mal hier weiter. Huh? Hier kommen wir her, das war klar. Hier haben wir Cola. Boah, jetzt eine eisgekühlte Cola. Könnte ich echt auch vertragen. Also bisher taucht hier noch nicht viel von Slenderman auf. Und dieses Bild haben wir im Originalspiel gesehen. Hier ist zu. Okay, kein Problem. Macht ja auch nicht so viel. Ja, wir haben genug Lesestoff, da können wir warten, bis sie aufgeht. Zu Hause kochen 101. Sehr gut. Und Kreuzworträtsel. Ja, mit meiner großartigen Intelligenz werde ich nicht mal die leichtesten Sachen davon lösen können. Deswegen sollten wir so schnell wie möglich hier raus. Oh, liebe Güte, sieh mal eine an. Was habe ich mal verkauft?
So, schauen wir trotzdem mal weiter. Dankeschön, dass es jetzt offen ist. Muss ich jetzt einmal im Kreis rennen, damit es aufgeht. Das ist das Geheimnis von eurer Klinik. Rennen im Kreis, dann gehen Sachen auf. Hallo? Na gut, dann gehe ich halt nicht mehr raus. Ach, wurscht, dann gehe ich halt nicht mehr raus. Diese Tür geht auch wieder nicht auf. Mein Gott, was ist das? Ein R. Ja, danke, danke. Ich halte zu der Tür. Dankeschön. Mein Gott. Wir haben Mr. Teddy gefunden und er spielt mit dem Ball. Da war was. Ich habe da gerade irgendwas gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was. Ich tippe auf Geisterkind. Habt ihr es erkannt? Ich tippe auf Geisterkind. Geisterkinder sind immer in Mode, kommen auch nie aus der Mode. Ja, die Tür ist zu, dann machen wir die Tür auf. Ja, das ist ein netter. Das ist ein netter Raum, das ist großartig. Hier sehen wir unseren Star der Show, Slenderman, der gerade einen Waldspaziergang macht und Enten füttert. Der liebt es einfach nur, das zu machen, das ist ganz großartig. Und hier sind auch alle blutigen Leute, lehnen sich hier hin. Also ganz wichtig ist, wenn ihr mal so richtig blutet, tut's euren Horrorfreunden, Kumpels gefallen und lasst so einen blutigen Schmierer an der Wand. Ansonsten sind die super traurig. So, hier ist irgendein Bericht. Ich habe meinen Test eines neuen experimentellen Medikaments begonnen. Es ist dazu da, schwere Fälle von Depressionen und Angstzuständen zu behandeln. Es ist eine bahnbrechende Therapie, aber es gibt Gerüchte über beunruhigende Nebenwirkungen. Einige Patienten berichten, eine große, gesichtslose Gestalt in den Schatten zu sehen. Sie bezeichnen ihn nur als ihn oder er. Als Wissenschaftler muss ich meine Objektivität wahren und auf die potenziellen Vorteile der Therapie konzentrieren. Nichtsdestotrotz muss ich zugeben, dass diese seltsamen Ereignisse mein Interesse geweckt haben. Ach du liebe Güte. Ist das hier nur ein Albtraum? Ist das nur so ein Fun-Kapitel? Oder ist das, hat das was mit der Story, die wir schon erlebt haben, zu tun? Das würde mich sehr interessieren. Ja, super viel Blut an der Wand. Es wird auch immer mehr Blut. Ja, war ganz gut, dass ich den Aufzug jetzt gerade nicht genommen habe, weil das wäre super blöd gewesen. Da hätte ich mir echt was einklemmen können. Und dann hätte ich einen Arzt gebraucht mitten im Krankenhaus. Bei meinem Glück wäre es wahrscheinlich Dr. Drager gewesen. Hi, was machst du da? Chillst du gerade? Ist das so eine neue Therapie? Ist es Yoga? Ist das Yoga? Das sieht super bequem aus. Das möchte ich auch mal machen. Darf ich mal kurz hier rein? Ich möchte auch in der Yogastunde teilnehmen. Das ist eine Frechheit. Eine Frechheit, das war klar. Immer wenn ich zum Yoga gehe, aber es sind nicht die jungen, hübschen Damen da, die jungen, hübschen Männer, sondern nur alte Fritzen. Alte Fritzen, die farten, die pfurzen, während sie Yoga machen. Das ist mein Schicksal. Das ist mein Schicksal, dass sie nie in die guten Yogastunden kommen. So. Ist echt schön hier bei euch. Ist echt großartig. Vorsicht. Feuchter Flur, ganz gefährlich. Hier kann ich meine Vorlesung halten. Heute aber... Oh, über was reden wir? Über was reden wir? Team, mit schweren Herzen muss ich Sie alle von tragischem Verlust unseres angesehenen Kollegen Dr. James Anderson in Kenntnis setzen. Wir betrauern sein Ableben und möchten freundlich darum bitten, die Gerüchte über seinen Tod aus Respekt für sein Andenken und seine Familie in schweren Zeiten nicht zu diskutieren. Reden nie wieder drüber. Tun einfach so, als hätte es Mr. Anderson, nein, Entschuldigung, Dr. Anderson nie gegeben. Ja, bisher finde ich es ganz cool. Die Effekte sind auch cool gemacht, die schwebende Leiche fand ich cool. Aber es ist noch nicht so wahnsinnig unheimlich. Ich muss sagen, da hat mir Slender vom Stil her mehr Angst gemacht und mehr gefallen. Ach du liebe Güte. Bin ich hier in der großen Eingangshalle angekommen? Schön, schön, genau hier wollte ich nicht hin. Hier gibt es überall Gefahren, ha? Er geht nicht so. Den nehmen wir besser nicht. Der sieht ein bisschen reparaturfällig aus. Hier kommen wir auch nicht durch. Ja, wir müssen wahrscheinlich exakt dahin, wo steht, nämlich Exit. Versuchen wir es mal. War klar. War klar. Ja, ja, natürlich. Ein Alarm. Ein Alarm. Das ist total entspannend. Weißt du was? Ich muss hier rein und den verdammten Alarm ausschalten. Dankeschön. Oh Gott, wie sich mich solche Etappen... Was ist jetzt los? Können wir ihn wieder anmachen? Nein?
Nein, vielleicht hat mir der Alarm besser gefallen als dieses Höllengeräusch. Vielleicht kommen wir jetzt hier raus, aber ich vermute ja mal nein. Ist er hier schon irgendwo? Ist Slenderman irgendwo hier? Nee, es sieht nicht so aus. Aber wir sind mal wieder gefangen. Hey, großartig, genau hier wollte ich hin. Oh Gott, das sind Bäume gezeichnet. Okay. Boah, das ist schon cool gemacht. Das ist schon echt ganz cool gemacht. Oh, hier kann einiges passieren. Ja klar, hier liegen einfach Tabletten und Spritzen. Da ist irgendwas geklettert. Da ist irgendwas nach unten geklettert. Okay, Neugier ist der Katze tot. Wir gehen weiter. Ach, du liebe Güte. Das sah aber nicht wie Slenderman aus. Das sah wie was ganz anderes aus. Okay, großartig. Hier haben wir wieder irgendwelche Zeichnungen. Und Müsli. Hier hat jemand Müsli und Spielzeug versteckt. Ja, lebt hier jemand, oder? Okay, ich weiß, wer es ist. Es ist das Geisterkind. Es ist dieses schreckliche Geisterkind. Es hat hier gespielt, einfach nur mit seiner Dose Bier. Nein! Nein, Geisterkinder tanken kein Bier. Ohne Scheiß. Okay, ist cool gemacht. Ich kann auch immer dieses Atmen, das ist ganz schön creepy. Hallo? Hallo, kann ich auch einfach wählen, hier rauszugehen aus diesem furchtbaren Schacht? Nein? Scheiße! Schau dich mal das Geisterkind an, das krabbelt mir nach! Oh Gott, nein, 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 bitte nicht! Komm, mach den Scheiß auf! Okay, es ist verschwunden. Es ist verschwunden. Okay, sehr cool gemacht. Sehr creepy. Rot oder nicht rot? Wir nehmen natürlich rot. Sieht viel gefährlicher aus. Wir müssen dahin, wo es gefährlich ist. So. Ja, ja, der Gang. Oh Gott, das Willen. Was habe ich denn für Medikamente bekommen? Ohne Scheiß. Hey. Das ist großartig. Ich habe meine Taschenlampe ist leer. Boah, hier wachsen überall Dinge. Oh, wie krass. Das ist cool gemacht. Okay, es gibt immer mehr Wurzeln hier. Komm, ich schaff's bis zum Exit. Ich verspreche es euch. Tür öffnen. Das hat die Tür nicht geöffnet. Ich bin wieder hier. Von wo komme ich? Muss irgendwo aus dem Lüftungsschacht gefallen sein. Nämlich exakt hier. Okay, okay. Weiter. Wir müssen weiter nach unten. Wahrscheinlich tiefer in den Keller. Das tut mir leid, ich hab doch gesagt, du sollst nicht so hart mit deinem Jojo spielen und jetzt hast du dich wieder mit dem Jojo aufgehangen. Blödes Kind. Ja, natürlich die Pathologie in jedem Keller eines Krankenhauses. Und das möchte ich euch mitgeben, liebe Kultisten, ist natürlich im Krankenhaus auch eine Pathologie. Das heißt, ihr wandelt auf Leichen, wenn ihr im Krankenhaus seid. Beruhigt euch das? Ja, mich auch nicht. Nein, wirklich mich auch nicht. Verschwinden wir von hier. Verdammt nochmal. Wo soll es denn hier einen Schlüssel geben? Der ist bestimmt irgendwo... Aha. Willst du mich verarschen? Der falsche Schlüssel. Oh mein Gott, du blödes Geisterkind. Ist das der Schlüssel? Ja, danke schön. Der Schlüssel aber hat seine schlimme Periode, die er immer in mein Gesicht sprühen will. Das lieb ich ja, wenn Schlüssel das machen. Ja, so eine Überraschung, echt. Ohne Scheiß. Dankeschön, kann ich jetzt hier raus? Was war das denn? Okay, hallihallo. Die ist nicht mehr verschlossen. Hallihallo. Wo geht's weiter? Ich will verspotten. Dummes Mestkind. Kannst du schon machen. Ist dann aber halt scheiße. Ohne Schmarrn ist dann scheiße und dann melde ich dich dem Slenderman. Der aber holt dann deinen kleinen Geisterarsch ab. Alles ist überschwemmt. Und Kinderbetten natürlich. Was ist noch schöner als die Kinderabteilung und die Pathologie mit Kinderbetten? Was zum Henker war das denn? Willst du mich verarschen? Irgendwas hat mich, glaube ich, erwischt. Nein, wirklich, irgendwas hat mich erwischt. Ich habe es nur nicht gecheckt, was.
Vielleicht ist der Weg der richtige. Ein Alarm. Ich glaube, ich muss hier relativ fix durch. Wir öffnen und ausschalten. So, Sicherheitssperre aufgehoben. Was schwimmt denn da? Okay, verpissen wir uns von hier so schnell wie möglich. So, ich musste einfach nur dahin laufen, wo das laute Geräusch herkommt. Okay, okay. Mit Geisterkindern in einem Slenderman-Albtraum. Das ist ja großartig. Ach du liebe Güte, der liebe Timmy. Mein Gott, was ist denn mit dem Timmy? Warum seid ihr Geisterkinder denn so zuckend aktiv? Hallo? Das solltest du nicht machen, das ist total blöd einfach nur, wenn du von Dämonen besessen bist. Hallo? Okay, es ist Nachtfenster. Of course. Meine Taschenlampe ist leer. Oh nein. Ja, und jetzt? Da kommt was. Das ist der Slenderman. Okay, okay, ich hau ab. Du kannst mich mal Slenderman. Du kannst mich mal Slenderman, ohne Scheiß. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Rennen steht da. Okay, kein Problem. Rennen kann ich. Rennen kann ich zufälligerweise richtig gut. So, ich hab dich einmal im Kreis rumgeführt. Welche Tür ist Aufgang? Die hier. Nehme ich. Ich nehme jede Tür, die mich aus dem Slenderman-Raum rausführt. Okay, 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 okay. So. Es geht ewig nach oben. Aufs Dach. Aufs Dach. Okay, wir brauchen jetzt irgendwas, um uns hier zu retten. Angestellte, bitte sehen Sie davon ab, auf dem Dach zu rauchen. Unser Frischlufteinlass befindet sich auf dem Dach. Die Gäste haben sich über den Rauchgeruch im Atrium beschwert. Bla, bla, bla. Ah ja, okay, vollkommen langweilig. Geht hier nur um irgendwelche komischen Anti-Raucher-Regeln. Das interessiert mich jetzt eigentlich relativ gerne nicht. Mich interessiert, wie wir hier weiterkommen. Hier kommen wir nicht durch, definitiv nicht. Hallo? Total scheiße, wenn wir jetzt auf dem Dach gefangen sind. Also ist schon nett, dass wir zumindest der ganzen Sache entkommen sind, aber ich fühle mich plötzlich viel größer als vorher. Wenn wir jetzt hier durchzwängen? Nein, auch nicht. Hier geht's durch. Wie praktisch. Okay, schauen wir mal, wo wir rauskommen auf der anderen Seite. Schauen wir mal, ob wir dem Slenderman, dem Horrorkind entkommen können. Ja, danke schön. Das führt leider wieder nach unten. Ah nein, wieder tief im Krankenhaus. Also im Moment läuft es nicht so gut. Nein, oh nein, wir kommen wieder immer tiefer ins Krankenhaus. Warum? Jawohl, wir sind im Atrium. Wir sind im Atrium. Raus hier. Raus hier. Nein, du musst doch nicht weinen, kleiner Timmy. Lass dich doch schon nicht allein. Wir können auch Mau Mau spielen. Ich bescheiß auch nie bei Mau Mau. Ich bescheiß bei Mau Mau. Klar. Ich lieb's, mit dem kleinen Timmy zu spielen. Liebe Güte, was geht jetzt ab? Slenderman meets the Backrooms. Oh. Was passiert? Nein, 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 nein. Oh Gott, der hat alle seine Freunde mitgenommen. Oh Gott, das ist nicht nur ein Slenderman. Das ist Familie Slenderman. Familie Slenderman ist ganz blöd. Ich hatte einen echt blöden Albtraum. Okay, ich möchte raus hier. Finde es. Was soll ich denn finden? Reinige. Was soll ich reinigen? Rette deinen Sohn. Reinige alles mit Feuer. Kann ich auch feurig scharfe Tabasco-Soße nehmen? Die hätte ich viel lieber. Nein. Nein. Wir verbrennen jetzt alles. Okay. Okay, schmeiß mal Feuer drauf. Das ist auch nicht schlecht. Und dann liegen wir schlafen. Das ist super bequem. Oh Gott, seht ihr den Schatten vom Slenderman? Ja, liebe Kultisten, und da sind wir wieder im
Hauptmenü. Das war das neue Kapitel 1 von 3, wie die Entwickler versprochen haben. Und es beginnt mit einem Albtraum. Sehr interessant. Ich glaube, das erzählt die Geschichte von dem Mann mit seinem Sohn. Vielleicht wie er ihn retten will und wie er dann alles angezündet hat. Wir haben hier von diesem Brand gelesen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die anderen Kapitel sind leider noch nicht raus, aber es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, Slender the Arrival nochmal zu spielen, besonders mit besserer Grafik, besseren Effekten. Ich fand's super knackig. Ich mag einfach den Slenderman-Mythos und ich mag auch dieses Game, weil dieses Game so vieles richtig macht, was andere Horror-Games manchmal nicht richtig machen. Es hat Außenbereiche, es hat ganz unterschiedliche Aufgaben, es hat eine coole Story. Schreibt mir gerne, wie es ihr fandet. Ich werde natürlich auch die anderen Teile spielen, wenn die rauskommen, und die anderen Kapitel spielen, wenn die rauskommen. Ich freue mich schon wie blöd darauf. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo oder hittet die Doom-Bell, um weiteren Horror-Content nicht zu verpassen. Und ich hoffe, das Longplay mit etwas Nostalgia-Feeling hat euch gefallen. Mir hat's wahnsinnig Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns beim nächsten Horror wiedersehen. Deswegen, liebe Kultisten, macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann, ciao.